Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe ORF 3 aktuell. Bundeskanzler Karl Nehammer wird ja heute um 16 Uhr seinen sogenannten Österreich-Plan in Wels vorstellen. Seit Tagen dringen ja schon häppchenweise immer wieder Themen durch, die Nehammer in seiner Rede da heute auch wiederholen und hoffentlich dann auch ausführen wird. Beginnen soll die Rede dann etwa um 16 Uhr, wie gesagt, und wir werden sie hier live übertragen und natürlich auch einordnen. Dazu ist Fritz Tittelbach an meiner Seite. Hallo Fritz, schön, dass du hier bist. Gerne. Vielen Dank. Wir wollen auch gleich, bis wir eben zur Rede kommen, auch über die Rede sprechen. Was wird uns denn da heute ganz konkret erwarten? Naja, also das, was wir heute hören werden, wird uns möglicherweise nicht wahnsinnig überraschen, denn die Inhalte dieser Rede sind erstens einmal von der Regie der ÖVP schon seit vergangenen Sonntag immer wieder häppchenweise näher gebracht worden. Also es schreiben die Zeitungen seit Sonntag praktisch, was in der Rede heute vorkommen wird an Inhalten. Und die große Überraschung sozusagen in Sachen Nehammer-Reden, die hat letztes Jahr stattgefunden. Als Karl Nehammer Bundeskanzler geworden ist, stand er vor einer Wahl, hat sein Kommunikationschef Gerald Fleischmann erzählt. Er hat nämlich die Wahl gehabt, gibt er sozusagen den Nehammer mit der Flex, den man auch kannte, den kantigen Innenminister aus der Corona-Zeit, oder wird er der Karl, der verständnisvoll ist, der zuhört, der auch nachfragt. Und am Anfang war es die Entscheidung für den nachdenklichen Karl Nehammer, mit dem er an die Öffentlichkeit gegangen ist, mit diesem Bild. Und dann bei der Rede letztes Jahr im März auf einmal ist der Flex-Karl zurückgekommen und hat sozusagen das Autoland verteidigt, hat die gegen's Gendern sich ausgesprochen und so weiter. Das hat ganz gut funktioniert, zumindest zeitweise, und darum werden wir heute das sozusagen reloaded für einer wesentlich größeren Zuhörerschaft. In Wels werden mehr sein als letztes Jahr in Wien, in den Wiener Bergtürmen, werden wir heute noch einmal hören. Reloaded ist auch ein ganz schönes Stichwort dafür. Wir werden ja heute auch noch ein bisschen über diese Rede, die da im März 2023 stattgefunden hat, sprechen, haben da auch ein paar Clips vorbereitet, denn es deckt sich ja inhaltlich auch relativ viel. Aber lass uns noch mal eben über die heutige Rede sprechen und über diese Strategie, dass da häppchenweise immer irgendwie was gestreut wurde an ganz unterschiedliche Medien. Was wollte man damit erzielen, beziehungsweise was hat man sich davon erhofft? Ja, das ist schon relativ geschickt. Das heißt, man hat irgendwie zumindest eine Woche lang die politische Debatte bestimmt. Und zwar nicht erst mit der Rede, das kommt jetzt heute und das kommt dann möglicherweise in den nächsten Tagen, schauen wir mal, was dann vielleicht doch noch Neues drinnen ist, sondern schon jetzt seit einer Woche. Und das ist natürlich für jede politische Partei Goldes wert, wenn man die politische Debatte bestimmt. Es ist, wir haben es ja schon ausgedruckt bekommen, wir haben es hier, also ich kann es hier erzählen. Es sind ja 99 Seiten. Oder so, oder? Ja, doch, ja. 80 nur, 81, du hast vollkommen recht. Okay. Es sind auch Bilder drin. Also es ist zum Teil auch sehr fotolastig. Es sind Stichworte drinnen, es sind Slogans drinnen. Manche dieser Slogans kennt man schon gut. Leistung muss sich lohnen, das hören wir heute wieder und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Es gibt immer eine ganz gute Regel für Journalisten, ob ein Satz wirklich Gewicht hat. Man sagt, was wäre, wenn es das Gegenteil wäre? Würde es irgendjemanden geben, der das sagt, verlangt, fordert? Leistung muss sich nicht lohnen? Würde es nicht geben? Also mit Slogans wie Leistung muss sich lohnen, ist man auf der sicheren Seite. Das ist also beispielsweise ein Slogan bzw. ein Satz, den wir heute definitiv hören werden. Was, wenn wir uns ansehen, was sonst schon durchgedrungen ist, welche Schwerpunkte wird Nehammer sonst zu setzen in dieser Rede vermutlich? Also schon im Internet konnte man seit einigen Wochen eigentlich lesen, es gibt drei Schlagworte: Leistung, muss sich lohnen, Familie und Sicherheit, und anhand dieser drei großen Themen hat sich auch dieser Österreich-Plan vom Bundeskanzler Karl Nehammer, wie es da heißt, an dem hat er sich auch orientiert. Da hat man schon vergangene Woche bei einer internen Klausur der Regierungsmitglieder in Krems versucht, Punktationen aufzustellen und Sammlungen zu machen über Vorhaben, die man dann bis 2030, also nicht in dieser Legislaturperiode, eigentlich auch nicht einmal nur in der nächsten, sondern bis 2030 abarbeiten will. Ja, das kann man sich vorstellen, wobei
es heißt immer so schön, bei Reden, es gilt das gesprochene Wort. Also schauen wir mal, was von dem sich dann wirklich im gesprochenen Wort findet. Ganz genau. Wir sehen ja hier unten für die Zuseherinnen und Zuseher auch rechts unten im Fenster immer wieder schon den Livestream bzw. die Live-Bilder aus Wels, eben um auch über diese Veranstaltung genauer noch zu sprechen. Wie groß wird denn da heute auch die Inszenierung? Wird das so Stadthallen-Vibes haben wie bei Sebastian Kurz damals? Also ich komme aus Wels, darum darf ich das sagen, ohne dort geschlagen zu werden. Es wird Welser Stadthallen-Vibes haben. Es ist nicht so eine gigantische Inszenierung wie damals. Wir denken zurück an das türkise Farbenmeer von Sebastian Kurz in der Wiener Stadthalle, die das manchmal den Eindruck eines Erweckungsgottesdienstes fast hatte. Das ist in Wels nicht, da ist die Halle auch viel kleiner. Es sind 1500 Leute drinnen, das soll man nicht unterschätzen. Aber in der Wiener Stadthalle, da passen dann doch einmal deutlich mehr noch hinein. Wir werden viel Begeisterung natürlich erleben. Ich habe schon, wir haben ja schon den Stream gesehen, der von dort gekommen ist. Man hat herangebracht und nach Wels gefahren, was in der ÖVP und ich sage jetzt mal vor allem in der schwarzen ÖVP Rang und Namen hat und hatte. Also ich habe Wilhelm Molterer gesehen und Josef Bröll gesehen und Maria Rauch-Kallert und Benita Ferrero-Waldner oder von den Landeshauptleuten Erwin Bröll, sitzt nicht, wo der Josef Bröll ist, sondern an einem anderen Platz, Josef Büringer. Also es ist sozusagen auch sozusagen die Versammlung der früheren ÖVP-Granden dort bei diesen 1500 in der Welser Messehalle ist es. Die Stadthalle ist ein bisschen woanders in Wels. Und es ist natürlich die aktuelle Politik dort und es ist immer dort bei solchen Veranstaltungen, da können die ehemaligen Volksparteien noch gut mobilisieren. Also die Menschen aus den einzelnen Parteiorganisationen, die mit dem Bus dorthin kommen. Weil du jetzt auch die türkise und die schwarze ÖVP angesprochen hast. Unter Nehammer, wie schwarz wurde da die türkise ÖVP wieder? Wie viel Türkis steckt in Nehammer überhaupt noch drinnen? Naja, also er ist schon im Team von Sebastian Kurz gewesen. Er hat das auch an zentraler Stelle mitgeleitet. Er war ja für die Partei zuständig auch, bevor er dann Minister geworden ist. Aber er ist schon deutlich, wie sagt man da, nicht erblasst, wenn man schwärzer wird, er schwärzt. Geschwärzt worden. Also die ÖVP, die ja in manchen Bereichen, etwa in den westlichen Bundesländern, von vornherein nicht so türkis geworden ist, ist unter Karl Nehammer wieder das geworden, was man kennt. Eine auch ganz stark von den Landeshauptleuten und nicht von einem Bundesparteiobmann allein geprägte Partei. Das hat man schon daran gemerkt, schon beim Antritt von Nehammers Team, als auf einmal der Bildungsminister Fassmann nicht mehr Bildungsminister war, weil die Steiermark gefunden hat. Da gehört jetzt ein Steirer hin. Das ist der Herr Polaschek dann geworden, der damalige Grazer Unirektor. Das sind dann so organisatorische Sachen würde ich es jetzt mal fast nennen, aber gibt es eigentlich auch inhaltliche Unterschiede zwischen einer türkisen und einer schwarzen ÖVP oder ist man da eigentlich eh ganz konform? Unterschiede, inhaltliche, sieht man dann immer in der konkreten Politik und natürlich war die konkrete Politik zumindest von Kabinett Sebastian Kurz 1, also mit der FPÖ, eine andere als, muss man dann auch sagen, Kabinett Sebastian Kurz 2 mit den Grünen. Das heißt, die inhaltliche Politik wird in Koalitionsregierungen nie von einer Partei allein geprägt, sondern wird immer von den Koalitionspartnern geprägt und es ist so, dass natürlich schon unter Sebastian Kurz die Politik im Jahr 2020 anders war als die Politik im Jahr 2018 zum Beispiel. Dazu kommt natürlich, dass österreichische Innenpolitik nicht mehr vorrangig war, sondern da war zuerst Corona und dann war der Ukraine-Krieg und dann war die Inflation, dann die Energiepreisexplosionen. Also sehr viel war da nicht von geplanter und dann abgearbeiteter Regierungsprogrammpolitik zu sehen, sondern man hat halt reagiert auf das, was es ist. Was man zuletzt dann schon auch gemerkt hat, Sebastian Kurz und die Sozialpartnerschaft, Sebastian Kurz und die Sozialdemokratie, das ging überhaupt nicht zusammen. Und da muss man sagen, gab es zuletzt auch bei Reden von Nehammer etwa
zur Gedenkfeier des Bundeskanzleramts, 100 Jahre Bundeskanzleramt. Also da war dann schon erstaunlich viel Sozialpartnerschaft, Zusammenarbeiten der Parteien zu hören. Das ist definitiv anders als noch unter Sebastian Kurz mit seinem sehr kantigen Kurs. Da muss man wahrscheinlich auch sagen, das hängt auch damit zusammen, dass Sebastian Kurz in den Umfragen sehr weit vorne war und Nehammer jetzt halt auf Platz 3 liegt. Kann man da sozusagen auch sagen, dass sich da SPÖ und ÖVP auch wieder versuchen zusammenzuraufen auf gewisse Art und Weise, um dann auch wieder eine gewisse Stärke auch zu erlangen? Naja, ob die Stärke von SPÖ und ÖVP langt, sozusagen, dass man dann wirklich eine Zweierkoalition nach der nächsten Wahl bilden kann. Also wenn man sich die Umfragen anschaut, dann geht sich das arithmetisch derzeit eher nicht aus. Also nicht ausgeschlossen, aber eher nicht. Es gibt schon eine gewisse sentimentale Erinnerung an Zeiten der Großen Koalition, wo man sich zwar oft gestritten und auch oft blockiert hat, aber wo man dann trotzdem auch manchmal Sachen weitergebracht hat. Das Konzept sozusagen wie mit wir machen mit den Grünen das Beste aus zwei Welten, also das ist überschaubar angekommen, vor allem einige wirklich zentrale Bereiche. Bei der ÖVP war es zum Beispiel die Reform der Arbeitslosenversicherung, bei den Grünen war es das Klimaschutzgesetz, das es heute noch nicht gibt, nach fast 5 Jahren türkis-grüner Koalition. Also das ist etwas, wo man dann schon sagen muss, das hat nicht total funktioniert. Und wenn man sich die Umfragen anschaut und man zählt derzeit Grün und ÖVP zusammen, na, dann hat man vorne einen 3 und hinten auch eine niedrige Zahl. Also das wird sich wahrscheinlich nicht auf eine Mehrheit im Parlament, im Nationalrat ausgehen. Aber wie hart gehen da vielleicht auch Beobachterinnen und Beobachter mit der aktuellen Koalition ins Gericht? Denn du hast das ja vorher auch schon angesprochen, es war ja jetzt eigentlich, seit diese Regierung in ihrer Amtszeit ist, alles voller Krisen eigentlich. Ja, also da können sie nichts dafür. Und sie haben schon auch einiges weitergebracht, auch im Ökologiebereich. Erneuerbaren Wärmegesetz oder Steuerprogression, also die kalte Progression abgeschafft zu haben, das war viele Jahre ein Versprechen aller möglichen politischen Parteien. Jetzt hat man es gemacht. Man kann inhaltlich einer unterschiedlichen Meinung sein, ob das gescheit ist oder nicht, denn es nimmt der Politik sehr viel Handlungsspielraum sozusagen, wenn man mit Steuern wirklich steuern will, wohin die Republik geht. Aber es ist jetzt geschafft, es war ein Versprechen, da hat man was zustande gebracht. Sogar in den letzten Wochen hat die Koalition noch einiges weitergebracht. Straßenverkehrsordnungsänderungen, Psychotherapiegesetz, also das sind jetzt keine ganz riesigen Geschichten, aber es wird konsequent weitergearbeitet und ja, es wird anders gearbeitet, wenn Grüne der Koalitionspartner sind, als wenn die FPÖ der Koalitionspartner war. Logischerweise auch. Lass uns noch ein bisschen genau über Karl Nehammer sprechen. Der ist ja seit 6. Dezember 2021, also doch schon ein paar Jahre Bundeskanzler. Wie ist denn seine bisherige Bilanz? Der ist ja eigentlich auch während der Koalitionszeit schon in die Regierung eingestiegen, war davor natürlich Innenminister, aber hat dann gewechselt zum Bundeskanzleramt. Wie war seine Bilanz? Er hat eben durchaus einige Sachen weitergebracht. Wir unterhalten uns heute hier, wir sehen es in der kleinen Einspielung, weil immer noch Begrüßungen sind in Wales. Also man versäumt nichts, wenn man uns zuhört. Ganz genau. Sobald es live losgeht, sind wir auch sofort drauf. Keine Sorge, es verpasst hier niemand irgendwas. Aber Karl Nehammer hat sozusagen solide weitergearbeitet. Politik ist das harter Bretter, hat Max Weber gesagt, und hart waren die Bretter in der Tat auch in den letzten Jahren. Ich würde sagen, es ist unspektakulär, was Karl Nehammer vorweisen kann, aber es sind auch keine Katastrophen passiert. Was manchmal passiert ist, waren so bestimmte Hopperlas in Ausdrücken. Ich glaube, da haben wir auch einiges vorbereitet. Mhm. Also der Sager zu die Kinder sollen halt Burger essen, hat ein wenig an Marie Antoinette erinnert. Können wir auch eigentlich gleich einspielen, weil vorbereitet hätten wir ihn, dann sprechen wir gleich über das hier. Den Burger-Saga von Karl Nehammer hinsichtlich der Inflation. Ich höre von der Regie, er kommt gleich. Wenn ihr mir vorwirft, die Armut in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonald's. 1,40 Euro.
Sagt also Karl Nehammer damals. Ja, und das war wirklich ein wirkliches Hoppala, das war ein wirklicher Kommunikationsfehler. Das ist bei den Leuten ganz schlecht gekommen. Und ich sage einmal, Sebastian Kurz mit seiner fast manischen Kontrolle dessen, was in die Öffentlichkeit geht, Message Control heißt so schön, dem wäre das möglicherweise nicht passiert. Auch der Sager beim Parteitag in Innsbruck, dass wenn Corona vorbei ist und wenn dann die Inflation kommt, dann braucht man entweder Alkohol oder Psychopharmaka. Auch das haben wir vorbereitet. Wir sind hier bestens vorbereitet heute, das werden wir gleich einspielen. Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid. Okay, danke an die Regie. Ja, genau, um dieses Saga geht's sozusagen. Von einem Bundeskanzler werden bestimmte Haltungen sozusagen gefordert und da gehört der Staatsmann dazu. Und der Staatsmann nimmt weder Psychopharmaka oder Alkohol, noch schickt er Kinder Burger essen. Das ist ein wenig ein Problem, aber sonst natürlich und auch die heutige Inszenierung, das ist eine Staatsmann-Inszenierung. Wir werden es jetzt dann, es ist ziemlich verzögert, darum reden wir hier so lange. Wir werden es dann, wenn es wirklich losgeht, ja auch herzeigen. Ganz genau. Aber wie hat denn da beispielsweise auch die ÖVP damals drauf reagiert, auf diese Saga von Karl Nehammer, die ja jetzt rhetorisch schon ein paar Hoppalas waren? Naja, nach außen hin gab es keine Kritik an Karl Nehammer. Man weiß ja auch, wen hätte man denn sonst? Also wie will man denn sonst in eine Wahl gehen und keinen Gegenkandidaten zu haben, stützt Kandidaten immer immens. Intern hat man schon gefunden, bitte das nächste Mal aufpassen, bitte bei vermeintlich internen Besprechungen wie das mit dem Bürger, das war ja im Land Salzburg ein Treffen des Wirtschaftsbunds, des ÖAB, ich weiß nicht, einer kleinen Teilorganisation, dort bitte darauf aufpassen, was du sagst, weil das Handy ist immer dabei und im Zweifelsfall gibt es immer wie in dem Fall einen Fan, der das ganz cool findet und das ins Internet stellt und ja, und dann passiert sowas. Aber diese Kritik ist intern geblieben, auch beim ominösen Cobra-Einsatz. Begeistert war man nicht, aber ja, es ist kein großer Vorwurf. Ich höre auch gerade, Fritz, es geht in Wels gerade auch los. Es spricht der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelz und da schalten wir jetzt auch schon mal gleich kurz hin. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist auch eine Freude und ich glaube ein gutes Vorzeichen, dass wir hier diesen Aufbruch gestalten können im Wirtschafts-, Industrie- und Arbeitsplatzland unserer Heimat, wo wir uns in den letzten Jahren unter die Top 20 der wettbewerbsfähigsten Industrieregionen Europas hinaufgearbeitet haben. Und das ist nicht vom Himmel gefallen. Da ist ganz viel Arbeit, viel Einsatz, viel Innovation, viel Mut dahinter, gepaart mit einer Politik, mit Hausverstand, einer verlässlichen Politik, zukunftsorientiert, die wir hier zu machen versuchen im Lande. Es ist eine Gemeinschaftsleistung, weil viele etwas leisten. Drum ist das gelungen. Jetzt sind wir, so wie ganz Europa, in einer entscheidenden Phase. Der Standort Europa, damit aber auch Österreich, muss sich behaupten. Die geopolitische Struktur formiert sich neu. Auch die Wirtschaftsräume dieser Welt werden umgebaut. Und wenn wir eines der sichersten und wohlhabendsten Länder dieser Welt bleiben wollen, und das ist unser gemeinsamer Wille, dann ist jetzt auch wieder Mut und dann ist jetzt auch Leistung gefragt. Und daher muss es eine klare Absage an jene geben, die Ideen entwickeln, dass unser Staat so eine Art All-Inclusive-Club werden könnte. Mit der kleinen Schwäche dabei, dass keiner weiß, wie das bezahlt werden soll. Vielmehr braucht es eine Wertschätzung jener, die arbeiten, die mehr arbeiten und die auch etwas leisten wollen. Und es braucht auch, liebe Freundinnen, liebe Freunde, eine Absage an jene, die Vorschrift um Vorschrift erfinden, um all jene zu bremsen, die in unserem Land etwas weiterbringen wollen.
Wir brauchen viel mehr Respekt und einen roten Teppich für jene, die etwas unternehmen und investieren wollen. Und es braucht aus meiner Sicht auch eine klare Absage an jene, die so ganz eigenartige Ideen einer Verbotskultur entwickeln. In Europa, aber auch in Österreich. So frei nach dem Motto, wir werden die Leute schon zu ihrem Glück zwingen. Zumindest für das, was sich manche als Glück vorstellen. Nein, wir brauchen Offenheit für das Neue, Mut zur Innovation. Das ist eine europäische Kernstärke und die werden wir auch weiter gestalten. Ganz besonders für Österreich. Und drum... Und drum, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Karl, es ist goldrichtig, dass du genau jetzt in dieser Umbruchzeit den Österreichern, unserem Land, den Landsleuten sagst, wie wir uns, wie du dir vorstellst, dass sich unser Land gut weiterentwickeln kann. Übrigens den vielen, die auch Ziele haben in ihrem Leben, für sich und ihre Familien und die sich einsetzen und viel dafür tun, dass sie diese Ziele auch umsetzen. Die arbeiten, die leisten und die auch noch für andere da sind. Und an diese vielen in unserem Land, an die wenden wir uns heute ganz besonders. Lieber Herr Bundeskanzler, du wirst einen Plan vorlegen, wie wir uns in schwierigen Zeiten als gutes Land weiterentwickeln können. Und Gott sei Dank, denn es braucht in Zeiten wie jetzt nicht die unrealistischen Träumerleins mit Umsetzungsschwächen und es braucht vor allem auch nicht die verbitterten Hetzer, die ihre einzige Freude im Leben daraus gewinnen, dass sie andere herabwürdigen. Nein, es braucht einen, der zuhört, der entscheidet. Es braucht einen, der zuhört, entscheidet, vorausdenkt und die Dinge dann auch umsetzt. Einen Staatsmann wie dich. Der Peter hat recht, darum bist auch du der Bundeskanzler, darum ist es kein anderer und es soll auch kein anderer werden. Lieber Herr Bundeskanzler, lieber Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut, zeigen wir heute, wie wir uns vorstellen, dass sich Österreich gut weiterentwickeln kann. Geben wir Perspektive, machen wir den Leuten Mut, gehen wir positiv voran und vor allem werben wir um Vertrauen für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft Österreichs mit unserem Österreich-Plan. Lieber Karl, lieber Herr Bundeskanzler, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deine Ansage. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer in Wels, wo ja heute die Rede von Bundeskanzler Karl Niehammer stattfinden wird. Sein Österreich-Plan bis 2030. Wir werden diese Rede dann auch live übertragen. Sie wird in etwa in einer Viertel- bis halben Stunde stattfinden. Sie sehen unten rechts aber im Fenster natürlich die Live-Übertragung, das Live-Bild von vor Ort. Und bis es soweit ist, werde ich hier weiterhin mit Fritz Dietelbacher über einige sprechen. Ne? Fritz, wir befinden uns ja in einem Superwahljahr. Ist das jetzt auch schon der Wahlkampfauftakt heute? Kann man das so sagen? Es schaut ganz danach aus, oder? Ja. Wenn der Thomas Stelzer mit seinem bisschen erwarteten Leistung muss sich lohnen Ansage, gehört haben, dann war das schon ganz stark eine Wahlkampfansage. Auch das, was jetzt hier liegt, dieser Österreich-Plan vom Bundeskanzler Karl Niehammer, das ist ein Wahlprogramm, auch wenn es nicht so draufsteht. Es geht in Richtung Wahlen. Man weiß bloß noch nicht genau, wann die Wahlen sind. Das hängt ein bisschen auch von heute ab. Ja, da hat die Krone ja heute auch getitelt, alles spricht für einen Superwahlsonntag am 9. Juni, dass also Nationalratswahl und Europawahl am gleichen Tag stattfinden würden. Wie realistisch scheint das? Naja, die Krone war eine Spur vorsichtiger. Sie hat gesagt, fast alles spricht für einen Superwahlsonntag. Ja, aber es ist ausschlaggebend, wenn es hart auf hart kommt. Ja, also wirklich ein Wahlsonntag, der gemeinsam mit der EU-Wahl stattfindet. Was spricht dafür? Es spricht dafür, dass wenn man eine Niederlage erlitten hat bei der EU-Wahl, die wahrscheinlich keine atmosphärische Auswirkung auf die Nationalratswahl hat, weil die ja
parallel dazu stattfindet. Und das muss man schon sagen, auch wenn die ÖVP heute sich präsentiert als eine Partei voller Zuversicht, sie haben schon die Umfragen auch. Und da liegen sie so um die 20% und bei der EU-Wahl waren sie bei über 35% und bei der Nationalratswahl bei 37%. Das heißt, man wird nicht zulegen bei der Wahl. Man wird verlieren, man wird wahrscheinlich zweistellig verlieren. Und dieses Symbol sozusagen bereits als Verlierer einer EU-Wahl dann in die Nationalratswahl zu gehen, das ist etwas, wo man dann sagt, irgendwie, das könnte man bitte vermeiden, weil das hätte man nicht gern auf unseren Fahnen stehen. Das Problem ist nur, für eine Vorverlegung der Wahlen braucht man in einer aufrechten Koalition eigentlich einen Koalitionsbeschluss. Und die Grünen sehen das gar nicht so. Also aber was würden die Grünen machen wollen, wenn sich die ÖVP nicht dran hält, die Koalition aufkündigen? Wenn sich die ÖVP nicht dran hält, dann gibt es einen Koalitionsbruch durch die ÖVP. Mhm. Dann müssen die Grünen gar nichts machen. Die können dann sagen, wir haben die Koalition nicht gebrochen, sondern die ÖVP hat die Koalition gebrochen. Und das macht keinen wahnsinnig schlanken Fuß in der politischen Kommunikation, einen Koalitionsbruch zu machen und dann in die Wahlen zu gehen. Im Außerdem, es macht auch keinen wahnsinnig schlanken Fuß, einen Koalitionsbruch zu machen und in Wahlen zu gehen, wenn alle sagen, die machen das nur, damit sie sozusagen nicht irgendwie mit dem Image des größten Verlierers in die Wahl gehen. Da braucht man normalerweise einen besseren Satz, um Wahlen auszulösen. Also es gibt das Problem, dass die Grünen bisher zumindest einschließlich heute, hat nämlich Vizekanzler Werner Kogler wieder gesagt, nein, Wahlen wollen wir erst im Herbst haben, im September, dass der Koalitionspartner nicht will. Und das zweite Problem, und das soll man wirklich nicht unterschätzen, ein Zusammenlegen von EU-Wahl und Nationalratswahl, also da stellt die Wahlkommissionen für wirklich große Probleme und ganz ehrlich, seit der Bundespräsidentenwahl van der Bellen und Hofer wissen wir, wir sind in Österreich nicht gerade Weltmeister in Sachen Wahlen durchführen. Und das war eine einfache Wahl, weil da war es eine Personenwahl, da ging es nur um zwei Personen und es gab einen einzigen bundesweiten Wahlkreis. Bei einer Nationalratswahl gibt es 48 Wahllisten, nämlich für die Regionalwahlkreise, die Landeswahlkreise, den Bundeswahlkreis. Überall kandidieren 5 bis 8 Parteien mit den jeweils einzelnen Kandidaten. Es gibt ein Vorzugsstimmenverfahren. Das heißt, man muss dann auch die Vorzugsstimmen auszählen. Das macht alles diese Wahlkommission. Dann gibt es einen unterschiedlichen Fristenlauf mit der EU-Wahl. Die EU-Wahl wiederum hat eine ganz andere Gruppe von Wahlberechtigten. Bei der Nationalratswahl wählen nur österreichische Staatsbürger. Bei der EU-Wahl wählen auch die EU-Bürger, die in Österreich leben, mit. Das heißt, ich muss zwei unterschiedliche Wahllisten haben, muss zwei unterschiedliche Wahlzetteln organisieren und ausarbeiten, muss mich dann an Fristen halten, muss das auszählen und muss korrekt sein dabei. Also das ist etwas, wo Leute, die mit Wahlen zu tun haben, sagen, das wird echt ganz, ganz schwierig. Es hört sich auch ein bisschen nach einer bürokratischen Hölle an, so wie du das da gerade auch geschildert hast. Herausfordernd, würde ich sagen. Eine Herausforderung, um es ein bisschen diplomatischer zu sagen. Der große Gewinner derzeit von vorgezogenen Wahlen wäre vermutlich Herbert Kickl. Und da wollen wir jetzt auch gleich wieder nach Oberösterreich gehen, denn da ist gerade der Clubobmann August Wöginger am Wort. Nicht mehr, aber trotzdem, wir schalten dort jetzt hin, denn es wird eine Runde geben, gemeinsam mit August Wöginger, dem Clubobmann, genauso wie Generalsekretär Christian Stocker und Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm. Und da schalten wir jetzt hin. Sehr schnell einfach erklärt. Leute aufhetzen, Demonstrationen organisieren, sinnvolle Maßnahmen boykottieren und vor allem auch die Gesundheit der Menschen riskieren. Lieber August, wie hast du das im Parlament eigentlich damals miterlebt? Ja, ich kann mich leider an keinen positiven Beitrag der FPÖ insgesamt erinnern in dieser gesamten Phase. Was hat Kickl gemacht? Er hat aufgehetzt und gespalten. Er hat natürlich Unwahrheiten verbreitet und nicht nur er. Und ich will euch zwei Beispiele bringen. Die Frau Belakovic, ja, die ja Sozialsprecherin ist im Parlament, die sich vor ein Krankenhaus gestellt hat und gesagt hat, da liegen lauter Menschen drinnen mit Impfschäden, ja, war natürlich das schwerst erkrankte Corona-Patientinnen und Patienten in diesen Spitälern gelegen sind. Oder, ich habe das heute noch einmal nachrecherchieren lassen, die Särge in Bergamo hat es geheißen, das sind die Särge aus dem Jugoslawienkrieg, die man hier in der Fotokollage zusammengeschnitten hat.
Und liebe Freundinnen und Freunde, ich sage euch eins, ich bin ein Impfviertler. Das ist eine Hardcore-Gegend mit den Freiheitlichen. Aber wir werden diese Diskussionen zu führen haben, weil sie bringen sie jeden Tag wieder aufs Tablett. Und ich sage euch, das geht nicht. Diese Fake News sind zu verurteilen. Es war die Situation schwierig genug. Aber der Gipfel des Wahnsinns der Freiheitlichen war, dass er den Menschen auch noch ein Pferdeentwurmungsmittel eingeredet hat. Ivermectin heißt das Ding. Eine Rose hat zwischen 700 und 1000 Kilo und das sollen die Leute einnehmen. Liebe Freundinnen und Freunde, da sind Menschen daran verstorben, weil die geglaubt haben, das ist richtig. Das ist keine Politik, das ist nicht verantwortungsvoll, das ist abzulehnen. Da sieht man, lieber Martin Polaschek, wie wichtig es ist, zu investieren in Wissenschaft, wie wichtig es ist, in Bildung zu investieren. Gut, für den einen oder anderen geht es vielleicht nicht mehr aus, aber ernsthaft, dieses Ivermectin, dieses Entwurmungsmittel für die Pferde, also Kickel und Pferde, das ist ja überhaupt ein abendfüllendes Programm. Hat uns allerdings über 2,5 Millionen Euro gekostet, wenn man den Herrn Herbert Kickl da auf dem hohen Ross sitzen sieht. Da sind wir eigentlich eh schon gleich auch beim nächsten Thema, lieber Gust. Es geht um das Thema Sicherheit und ich möchte beginnen mit dem Thema Asyl und Migration. Da hat der Herbert Kickl vor wenigen Tagen in der Zeit im Bild 2 Folgendes gesagt. Hör mal kurz rein. Ich bin ein Freund einer präventiven Migrations- und Asylpolitik. Also, ich bin ein Freund einer präventiven Migrations- und Asylpolitik. Gus, schauen wir uns das einmal vielleicht an, was denn er unter so einer Politik versteht. 2018 war er Innenminister. Vergleichen wir das einmal mit den heutigen Zahlen von unserem Innenminister Gerhard Kanner. Ja, Peter Gleich, ich möchte noch eins so sagen zur Kickl-Bilanz generell. Was ist eigentlich Blim von diesem Innenminister Kickl? Das Ros haben wir schon gesehen. Ich meine, die Pferdeln können ja nichts dafür, dass man dort einen Minister gehabt hat und der glaubt hat, er braucht eine berittene Polizei. Wir haben es Gott sei Dank halbwegs verkaufen können. Aber was ist geblieben? Die Pferde, der blaue Teppich im Innenministerium und ein zerstörter Verfassungsschutz. Das ist unser Geheimdienst unter Anführungszeichen. Das hat der Herr Innenminister Kickl hinterlassen. Und jetzt geht er her und sagt, er war so super im Vergleich mit den Zahlen im Bereich von Migration und Asyl. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Der Nehammer hat schon weit besser gearbeitet und der Karner auch. Und wenn man Karner mit Kickl vergleicht, dann ist Folgendes festzuhalten. Kickl hat längere Verfahrensdauern gehabt, viel längere Verfahrensdauern, weit höhere Anerkennungsquoten und höhere Kosten in den Kosten in der Grundversorgung auf der Bundesebene. Liebe Freundinnen und Freunde, und was überhaupt gipfelt, ist, dass er doppelt so viele Afghanen anerkannt hat, als das unter Karner jetzt der Fall ist. Über 7.500 und der Karner ungefähr die Hälfte. Man kann nicht einfach das predigen und das andere nicht tun. Das ist unglaubwürdig. Unglaubwürdige Politik wollen wir nicht. Die Bilanz und der Vergleich macht uns sicher. Wir brauchen keinen Kickl, wir brauchen einen Nehammer. Lieber Christian, ich möchte gleich bei dir weiter tun, weil du sagst ja auch immer, mit Kickl ist kein Staat zu machen. Er ist ein Sicherheitsrisiko für Österreich. Er hat neulich eine Rede gehalten in Unterbremstetten. Hören wir da mal vielleicht ganz kurz hinein. Nehmen wir sie gemeinsam in die Zange. Ich habe schon so eine lange Fahndungsliste. Nehammer, Edtstadler, Schallenberg, Kogler, Rauch, Wanted, Wanted. Ist es nicht einfach unglaublich, wenn man sowas hört? Fahndungsliste, wanted, wanted. Ja, das ist nicht nur unglaublich, sondern diese Zahlen, diese Bilder und auch diese Worte, die sprechen für sich, aber nicht für Herbert Kickl. Sie sind letztlich der Beweis, dass er es nicht kann. Er hat es nicht gekonnt als Innenminister und er würde es jetzt wieder nicht können. Er hat versagt in der Asylpolitik, er hat auch versagt beim Schutz vor Terror und beim Schutz des Staates und er hat auch versagt beim Schutz vor Raketen und vor Drohnen.
Er ist ein Versager und er hat bewiesen, dass er es nicht kann und er ist niemand, dem wir unser Land anvertrauen sollten. Herbert Kickl steht, wie sonst niemand, den ich kenne, für Spaltung, Polarisierung, die Menschen gegeneinander aufbringen, für Hetze. Das kann er. Und bei all dem spürt man, die Menschen mag er nicht. Und daher ist es sehr gut und wir sind froh, dass wir mit dir, lieber Karl, einen Bundeskanzler haben, der nah bei den Menschen ist, nicht nur räumlich, auch emotional, der sie mag, der mit ruhiger Hand in diesen schwierigen Zeiten Halt gibt, Führung hat und damit Sicherheit bietet. Und darum sind wir froh, dass du Bundeskanzler dieser Republik bist. Jetzt muss man ja Christian auch sagen, der Herbert Kickl kann es auch nicht nur, er gefährdet ja auch tatsächlich unser Ansehen, unsere internationale Reputation. Einfach erkennbar, denke ich mal, beispielsweise, wenn ich an diese Kooperation denke mit dem Putin-Regime, da haben wir den sogenannten Vertrag auch mit und dann haben sie sich auch nachher noch ordentlich gefeiert und fotografiert am Roten Platz mit dem Herrn Wilimski und so weiter. Oder schauen wir uns überhaupt einmal die Verbündeten, außenpolitischen Verbündeten an. Jetzt weißt du, warum da mehr Afghanen kommen, auf Besuch bei den Taliban. Man weiß gleich gar nicht, wer jetzt die Taliban sind und wer die FPÖler, ist ja auch egal auf dem Bild. Aber lieber Christian, unser Bundeskanzler, unser Außenminister, unsere Europaministerin, die kämpfen auf internationaler Ebene um ein gutes Ansehen für dieses Land und da macht eigentlich dieser Herbert Kickl eigentlich alles zunichte. Na, ich habe vorhin gesagt, Herbert Kickl ist ein Versager. Er ist aber auch ein Versteher. Leider versteht er das Falsche. Er ist ein Putin-Versteher und damit der Freund eines Kriegstreibers. Und wir dürfen nicht vergessen, was wir diesem Kriegstreiber verdanken, eine Energiekrise, eine Teuerungswelle, das sind die Freunde von Herbert Kickl. Und wenn er Fahndungslisten führen will für politisch Andersdenkende, wenn er Verfolgung, Steckbriefe haben will für jene, die nicht seiner Meinung sind, dann wissen wir genau, wo das hinführt. Weil wir kennen unsere Geschichte und diesen Weg wollen wir nicht mehr gehen. Wir brauchen keinen Möchtegern-Kanzler. Einen Radikalen, der Missgunst sät, der Zwietracht sät. Was dieses Land braucht, ist dich, Karl. Einen Bundeskanzler für alle Menschen in Österreich und nicht nur für einige wenige. Ja, und beim Thema Sicherheit sollte man ja auch nicht Sky Shield vergessen, eine unglaublich wichtige Sicherheitseinrichtung. Danke an dieser Stelle, Claudia Danner. So, und wer war wieder einmal dagegen? Nona, der Herbert Kickl. Da sieht man es also, was er wirklich von ihm zu halten ist, wenn es auch um das Thema Sicherheit geht. So, und damit kommen wir zum nächsten Thema und zum Thema Arbeit und Leistung. So, dass unser Land so gut dasteht, wie es dasteht, das liegt natürlich in erster Linie auch einmal daran, dass die Menschen unglaublich tüchtig sind, unglaublich viel arbeiten in allen Belangen. Und jetzt gibt es ja aber diese großartige Idee, die da heißt, wenn man weniger arbeitet und dafür dann das Gleiche bekommt, dann steht unser Land besser da. Nun, diese Idee ist nicht von mir, sondern von Andreas Babler.
und es ist unser gutes Recht, seit den 90er Jahren volkswirtschaftlich durchgerechnet, auch endlich schrittweise diese 4-Tage-Woche und die 32 Wochenstunden bei vollem Lohn durchzusetzen. Das steht uns einfach zu. Ja, Claudia, gell, das steht uns einfach zu. Ne? Das steht uns einfach zu. Apropos, übrigens, ich weiß nicht, ihr werdet es sicher gesehen haben, beim Sommergespräch damals wurde auch der Andreas Babler gefragt, wie er das denn mit der 32-Stunden-Woche in der SPÖ halte. Na, da hat er gesagt, naja, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist jetzt eine Detailfrage. Ne? Also auch da irgendwas predigen und auf der anderen Seite auch sich nicht daran halten. Claudia, also steht uns das zu? Ja, da weiß man echt nicht, ob man lachen oder weinen soll bei dieser Performance und bei diesem Vorschlag. Die einen fordern lautstark eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn und die anderen sind überhaupt der Überzeugung, dass jemand, der arbeiten geht, seine Seele verkauft, dass Arbeiten etwas Furchtbares ist und dass die Pensionierung dann endlich die Lösung ist. Und ich kann euch sagen, als Jugendstaatssekretärin und als JVB-Obfrau, ich habe Gott sei Dank in den letzten beiden Jahren junge Menschen kennengelernt, die nicht nur an dieses Land glauben, sondern sich auch hier verwirklichen. Wir haben alle miteinander Lehrlinge kennengelernt, fleißige Lehrlinge, denen einer Job taugt, die sogar Europameister und Weltmeister werden. Der Bundeskanzler Karl Nehammer und ich haben sie sogar im Bundeskanzleramt willkommen heißen dürfen und auszeichnen. Wir haben unglaublich viele Ehrenamtliche kennengelernt, Mädels und Burschen, die sich neben der Lehre, neben der höheren Schule dafür entscheiden, auch in einem Verein ehrenamtlich aktiv zu sein. Egal, ob das bei der Feuerwehrjugend ist, auch da haben wir vor wenigen Wochen die schnellsten Jugendfeuerwehrgruppen Österreichs nach Wien am Ballhausplatz eingeladen, ob das bei Jugendorganisationen ist, ob das bei der Musikkapelle ist. Gott sei Dank gibt es Menschen, die arbeiten und die auch ehrenamtlich arbeiten. Und ja, wir müssen auch in Zukunft die Partei sein, die dafür sorgt, dass man sie verwirklichen kann, dass es attraktiv ist, die Ärmel nach oben zu krempeln und dass es Menschen gibt, die mehr tun als bloß ihre Pflicht. Egal, ob das in Form von Überstunden ist. Egal, ob das in Form von Überstunden ist, ob das die Entscheidung für eine zusätzliche Ausbildung ist oder eben für ehrenamtliche Arbeit, für ehrenamtliches Engagement. Es muss sich lohnen, dass man Leistung erbringt oder wie ich gern sage, arbeiten gehen, soll sie auszahlen. Und genau aus diesem Grund haben wir die schleichende Steuererhöhung abgeschafft. Die kalte Progression ist Geschichte. In wie vielen Wahlprogrammen von allen Parteien ist das denn überhaupt gestanden? Wir haben es geschafft. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass mehr Überstunden steuerfrei werden. Wir setzen die richtigen Anreize, dass länger arbeiten auch insgesamt attraktiver wird. Und ich bin überzeugt, dass wir wieder eine Stimmung brauchen und zusammenbringen, wo junge Menschen an dieses Leistungsversprechen glauben können, dass es sich auszahlt, fleißig zu sein, weil man damit was schaffen kann, die eigenen 4 Wände zum Beispiel. Und da müssen wir bitte unbedingt aufhören mit dieser Suderei. Wir brauchen Menschen, die an dieses Land glauben, die bereit sind, ihren Weg zu gehen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn sie sich für einen Weg entscheiden, dann soll das kein Feldweg sein, noch am Novemberregen. Leistung. Leistung muss sich lohnen, das ist die Handschrift von Karl Nehammer und auch unserem Bundesminister Martin Kocher. Was die Handschrift der SPÖ ist, zeigt sich ja am sogenannten Strategiepapier von SORA. Ihr kennt SORA, das Meinungsforschungsinstitut, das auch regelmäßig für den ORF Hochrechnungen und Analysen zum Wahltag geliefert hat. Und unter anderem haben sie also auch ein Strategiepapier für Andreas Babler entwickelt. So, und wenn man in dieses Strategiepapier hineinschaut und einmal zum Beispiel auf Seite 30 vorscrollt, dann steht da geschrieben, die ÖVP blockiert alles und den Kampf gegen die Kinderarmut. So, also ich finde es ja schon einmal grundsätzlich sehr bedenklich, dass man überhaupt das Thema Kinderarmut jetzt verwendet, um parteipolitisches Kleingeld hier zu schlagen. Aber jetzt einmal unabhängig davon, wenn ich richtig recherchiert habe, stimmt ja das ja gar nicht. Denn die Kinderarmut war immer unter der SPÖ-Kanzlerschaft immer am höchsten. Ja, völlig richtig, lieber Peter. Und ganz ehrlich, wir sind die Partei, die den Familienbonus erfunden hat, umgesetzt hat und auf mittlerweile 2.000 Euro pro Jahr pro Kind aufgehoben hat.
Wir sind die Partei, die Familienleistungen, die Familienbeihilfe beispielsweise jetzt jährlich inflationsanpasst. Wir investieren 4,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung. Und das ist unglaublich wichtig, wenn wir auch da an die Zukunft denken. Warum tun wir das? Weil wir wissen, welchen Wert Familien in unserer Gesellschaft haben. Das ist der springende Punkt, weil wir wissen, dass die Entscheidung für Kinder entscheidend auch für die Zukunft unseres Landes ist. Und ich sage euch auch eines. Und ich sage euch auch eines, junge Menschen wollen eine Familie gründen. Ich bin schon öfters abgestempelt worden als ewig gestrig, aber ich sage euch, das ist das Normalste auf der Welt. Und ja, das trauen wir uns auch sagen, das belegen auch Jugendstudien, dass junge Menschen sich danach sehnen, einmal eine eigene Familie zu gründen. Also reden wir einer bitte nichts anderes ein. Und gleichzeitig ist es natürlich auch selbstverständlich für uns als Volkspartei, dass wir den Familien, den Menschen unter die Arme greifen, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Es gibt eine Vielzahl an Unterstützungsleistungen, Geld-, Sach- und Steuerleistungen für Familien. Wir haben genauso es geschafft, dass ein Zehntel, im unteren Einkommenszehntel, 42% der Einkünfte Familienleistungen mittlerweile sind. Das ist ein extrem starker Beweis dafür, dass wir sozial treffsicher sind. Und ich bin stolz, in einer Partei zu sein, wo Familien einen hohen Stellenwert haben und das aus tiefster Überzeugung. Aus tiefster Überzeugung. Aus tiefster Überzeugung ein Dankeschön an Susanne Raab natürlich, aber auch aus tiefster Überzeugung bei Karl Nehammer. Denn wir wissen, Familie, das ist für ihn das Allerwichtigste. Und darum freut es uns, dass er auch heute seine Familie mitgebracht hat. Euch allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Zurück zu etwas Ernüchternderen, das Sora-Papier. Da steht nämlich auch geschrieben, wie sich denn Andreas Babler selber sieht, nämlich. Also sind Sie Marxist? Ich bin Marxist, ich bin marxistisch orientiert seit meiner Jugendorganisation. Toll, oder, Christian? Ich weiß nicht, wie du in deinen Jugendorganisationen dich orientiert hast. Gott sei Dank anders. Das denke ich mal, ja. Ich sage dazu, wenn Andreas Babler vorhin davon spricht, sie haben sich alles volkswirtschaftlich durchgerechnet, dann fällt mir eine Excel-Tabelle von ihrem Parteitag ein. Wird in etwa das Ergebnis sein. Aber nehmen wir ihn so, wie er sich selbst sieht, als Marxisten. Und die Marxisten sind bekanntermaßen, auf dem Weg in den Kommunismus. Und gerade wir hier in Österreich wissen ganz genau, wie das dann aussieht, wie die Städte ausschauen. Ein Hinweis vielleicht für kommende Kommunalwahlen, die in unserem Land stattfinden. Wir wissen genau, wie die Gesellschaft dort ausgesehen hat. Und wir wissen auch, dass vielleicht alle gleich waren. Aber sie waren alle gleich arm. Und unser Land heißt Österreich und nicht Österarm. Dort wollen wir nicht hin. Aber wenn ich gesagt habe, alle gleich, muss ich mich ein wenig korrigieren. Alle nicht. Die Freundel und Freunde nicht. Die kriegen einen Schrebergarten von der öffentlichen Hand. Und die verdienen dann ein bisschen ein Geld, dass sie mehr haben wie die anderen. Und in Graz
hat es die FPÖ auch gezeigt, wie es geht. Beschließen wir die Gehaltserhöhung nicht, nehmen wir das Geld gleich aus der Kasse. Auch eine Auslegung, unser Geld für unsere Leute. Aber eigentlich heißt es, euer Geld für unsere Leute. Und das wollen wir auch nicht. Gut, dass wir mit Magnus Brunner jemanden haben, der unsere Finanzen da im Griff hat. Dass die Bundesregierung gezeigt hat, dass sie unglaublich viel geleistet hat, wenn es um das Thema Entlastung gegangen ist für die Bürgerinnen und Bürger, das wissen wir, das sagen aber auch die Expertinnen und Experten. Wie zum Beispiel der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes Gabriel Felbermayr. Die Abschaffung der kalten Progression ist ein Meilenstein in der österreichischen Fiskalpolitik. Lieber Gust. Ja, selbstverständlich ist es ein Meilenstein, den wir dem Finanzminister, aber in erster Linie auch unserem Bundeskanzler zu verdanken haben. 40 Jahre wurde das diskutiert. In allen Regierungsprogrammen der letzten Jahrzehnte ist es irgendwie drin gestanden. Oft hat man sich nicht auskennt, aber es war irgendwie beinhaltet. 3,6 Milliarden Euro sind es, was jetzt sofort in den Brieftaschen bleibt. Liebe Freundinnen und Freunde, und das hat der Nehammer Karl. Wir haben das gemeinsam mit den Grünen zusammengebracht. Also wenn Sie mich da gefragt hätten vor 4 Jahren, ob man das auch gerade mit den Grünen umsetzt, hätte ich gesagt, unmöglich, undenkbar. Aber es ist gegangen. Es ist gegangen in vielen Gesprächen und Sitzungen. Es ist gegangen. Und das ist viel Geld. Und die Leute sagen, was ist denn die kalte Progression? Ich suche den nur immer, der das Wort erfunden hat, weil das kannst du nicht erklären. Aber man kann es erklären, wenn es auf den Gehaltszetteln ersichtlich wird. Und daher bitte ich alle, die die Möglichkeit haben, das auch auszuweisen auf den Lohn- und Gehaltszetteln, so wie das jetzt in den Landesdiensten schon begonnen wird. Wir brauchen das bitte auch in der Wirtschaft, in der Industrie, überall dort, wo es geht. Weil wenn ich sage, 60, 70, 80 Euro macht die kalte Progression aus, dann kommt es in den Köpfen der Menschen an. Dann wissen sie, das sind 70 oder 80 Euro. Und ein Beispiel sage ich, könnt ihr euch gleich mitnehmen heim, 3.500 Euro brutto. Bei Vollzeit, das muss man ja dazu sagen, ne? Vollzeit. Aber das soll es geben bei 10% Gehaltserhöhungen. Macht es 1.000 Euro pro Jahr aus, was mehr in den Brieftaschen bleibt. Oder nehmen wir die Familie. Im Übrigen, ich verweise auf unsere Broschüre, die aufliegt. Nehmt das auch mit heim als Nachtlektüre. Nicht Abendlektüre, da sind wir bei den Leuten. Aber als Nachtlektüre kann man da durchaus einmal nachblättern. Auf Seite 11 ist ein Beispiel einer vierköpfigen Familie. Eine Lehrerin, ein Pfleger mit 2 Kindern im Alter von 8 und 11 Jahren. Die Gehaltserhöhungen eingerechnet, bleibt dieser Familie mehr was? 4.642 Euro im 23. Jahr, das ist schon ausgezahlt, das haben schon heuer, sind es über 5.000 Euro. Liebe Freundinnen und Freunde, tu Gutes und rede darüber. Wir müssen das zu den Menschen tragen. Und das gilt auch für die Valorisierung der Sozialleistungen und für die Pensionserhöhungen. 9,7%. Büringer, wann hat es das letzte Mal gegeben? Trotz dieser, natürlich ist die hohe Inflation dafür verantwortlich, keine Frage. Die Ingrid hat gekämpft wie eine Löwin, wie immer, wenn es um die Pensionistinnen und Pensionisten geht. Bei uns im Infield sagen wir nicht 9,7%, wir runden mathematisch noch auf. Das sind 10%. 10% mehr Pension, 10% mehr Familienbeihilfe, 10% mehr Kinderbetreuungsgeld. Ja, hör mich nur einmal, das werden wir wohl die Leute noch sagen können. 10% mehr, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und alles redet über die Inflation. Niemand redet über die Kaufkraft, die wir gesteigert haben. Niemand redet über höhere Realeinkommen. Niemand redet darüber, dass wir die glücklichsten Menschen in Europa sind. Da sieht man es nicht, wenn man in die Leute reinschaut. Ja? Wir sind laut Eurostat die glücklichsten Menschen in Europa. Und wir haben den zweithöchsten Konsum nach Luxemburg. Ja, Luxemburg ist das Beverly Hills von Europa. Ja, dann kommen wir, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben auch inflationsdämpfende Maßnahmen gesetzt. Die Strompreisbremse wurde verlängert bis zum Jahresende. Und ich sage euch mal, ich habe das verhandelt. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es Lastenprofile L und G gibt. Das sind Bauernhäuser und Wirtshäuser. Die haben wir da mit reingenommen.
nicht wie in Deutschland, wo die Bauern im Stich gelassen werden. Das gibt es mit der Volkspartei nicht. Wir stehen zu unseren Bäuerinnen und Bauern und auch zu unseren Gewerbetreibenden. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, haben wir alles umgesetzt mit einem Kanzler Karl Nehammer. Und wenn ich mir eins wünschen darf euch, dann sagen wir, ob das jetzt überall daheim dazu. Kanzler Karl Nehammer hat das umgesetzt und gemacht, weil ihr müsst es wollen mit der Volkspartei. Ihr müsst es Stimmen geben. Ihr müsst mir Vieri bringen bei der Wahl. Und ich sage euch, es ist Zeit, dass wir das jetzt jeden Tag tun. Der Karl steht für Sicherheit, brauchst du gerade anschauen. Ja? Der Hobbybuchser, da kann sich ja jeder anleinen. Ja? Der steht für Sicherheit. Er steht. Er steht für Familie. Und er steht für Leistung. Also, alles voran, Kalle. Wir bringen das zusammen, das verspreche ich. Und wir versprechen ihm das heute auch. Das wird was. Sagt Klubobmann August Wöginger in Wels vor der Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer. Der stellt ja heute seinen sogenannten Österreich-Plan für 2030 vor. Am Wort waren vor August Wöginger auch der Generalsekretär der ÖVP Christian Stock und die Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm. Und wir möchten jetzt mal kurz auch noch mal analysieren, was da gerade alles besprochen wurde. Fritz Dietelbach ist dazu wieder bei mir. Danke, Fritz. Es war sehr kicklastig und es hatte fast den Eindruck, ich möchte jetzt auch gar nicht unhöflich sein, aber die ÖVP ist ein bisschen besessen von Herbert Kickl, hat man fast den Eindruck. Also es war zumindest sehr ungewöhnlich. Also jetzt den Schluss dieser Passage der heutigen Veranstaltung, der ist so, wie man sich erwarten kann. Gust Wöginger, der den Innviertler auch nicht versteckt und der auch auf der Riedermesse wahrscheinlich ein gutes Bild machen würde in den dortigen Festzelten. Der hat sozusagen eine Wahlkampfrede gehalten. Davor gab es ein wenig, auch das war erwartbar, Kritik an Andreas Babler, dass der Generalsekretär Stocker dann sogar die Caritas zitiert in der Kritik mit Österreich darf nicht österarm werden. Das ist auch ungewöhnlich, aber sozusagen das ist das Erwartbare in einem Wahlkampf. Man hat natürlich dem Andreas Babler, dem Marxisten, vorgehalten. Aber wenn man das vergleicht, wie wir in der Anfangsphase dieses Dreiergesprächs da in Wels ununterbrochen massive Kritik an Herbert Kickl gehört haben, das ist wirklich ungewöhnlich. Wenn man eine Viertelstunde oder waren es 20 Minuten einer eigenen Veranstaltung damit verwendet, dass man den Parteiobmann einer anderen Partei angreift, dann macht man ihn zumindest nicht kleiner, sagen wir mal so. Also das ist schon auch kommunikationstechnisch sehr ungewöhnlich und ganz klar ist mir nicht, in welche Richtung die ÖVP mit dieser, ja jetzt schon seit Monaten, wahnsinnig intensiven Kickl-Schelte gehen will. Vor allem, wie glaubhaft ist das denn, wenn wir jetzt beispielsweise nach Niederösterreich oder nach Salzburg blicken oder auch nach Oberösterreich, wo sie heute sind. Ich meine, da gibt es eh schon länger die Regierung zwischen FPÖ und ÖVP. Aber seit letztem Jahr, seit 2023 auch in Niederösterreich und in Salzburg. Und da hat es zu Beginn auch immer geheißen, damit der FPÖ werden wir als ÖVP sicher nicht zusammenarbeiten dafür, dass es dann erst genauso gekommen ist. Ja, und da sagt die ÖVP, na gut, aber es ist ja nicht der Kickl. Das ist der Udo Landbauer, das ist die Marlene Swatzek, das ist der Heimbuchner, das ist nicht der Kickl. Gleichzeitig sagt Reinhold Lobatka in der ZIP 2, der Spitzenkandidat der ÖVP, es gibt gar keine andere FPÖ mehr als die Kickl-FPÖ. Und ich glaube, wer auf die FPÖ hinschaut und wer sich anschaut, gibt es da so etwas wie eine Kritik am Parteiobmann, der wird nicht viel sehen. Es gab sozusagen den kalten Putsch gegen Norbert Hofer. Der verhält sich ruhig, der denkt schon an die nächste Bundespräsidentenwahl, wo er der Spitzenkandidat der FPÖ für die Bundespräsidentenwahl sein will. Und sonst würde ich keine Front gegen Herbert Kickl sehen. Und aussuchen wird sich die ÖVP wahrscheinlich nicht können, wer die FPÖ nach der nächsten Wahl führen wird. Schon gar nicht, wenn Herbert Kickl auch nur einigermaßen in die Nähe des Ergebnisses kommt, dass ihm jetzt die Umfragen voraussagen. Also gehst du auch davon aus, dass es
keine FPÖ ohne Herbert Kickl geben wird, vor allem nach der Wahl, vor allem wenn er jetzt so weit vorne ist. Lass uns aber auch dann noch eben auf die ÖVP selbst blicken, denn da heißt es auch immer wieder, Herbert Kickl hat das im Sommergespräch auch selbst gesagt, dass die ÖVP wie die Chinesen sei, das ist ein Zitat, dass man alles billig kopieren würde von der FPÖ. Und jetzt würde ich das persönlich so nicht sagen, aber auf der anderen Seite hat Herbert Kickl da natürlich schon auch einen Punkt, oder? Naja, also ich würde mal sagen, er hat insofern nicht einen Punkt, weil es jetzt keinen Patentschutz gibt auf die Positionen, die auch die FPÖ vertritt. Die FPÖ sowie andere rechtspopulistische Parteien in Europa, aber auch immer öfter konservative Parteien wie die Tories, gehen in Richtung Kulturkrieg ein wenig. Da geht man dann auf Themen wir lassen uns nicht umerziehen, wir lassen uns das Bargeld nicht nehmen. Das ist etwas, was Karl Nehammer vor einem Dreivierteljahr im Sommer versucht hat, als Debatte zu zünden. Oder die Gender-Debatte, die wir möglicherweise heute in der Rede von Karl Nehammer auch erfahren werden. Also im Österreich-Plan ist sie nur ein kleiner Punkt drinnen, aber natürlich diese Kulturkampftöne, das ist etwas, mit denen man glaubt, eine Mehrheit in der Mitte und rechts der Mitte für sich zu gewinnen. Und das machen die Freiheitlichen so und das macht auch die ÖVP unter Karl Nehammer so. Das hat übrigens auch die ÖVP unter Sebastian Kurz so gemacht. Weil du jetzt auch das Gendern angesprochen hast, auch hierfür haben wir einen Originalton bzw. ein Video vorbereitet, denn da hat sich die ÖVP eigentlich zuletzt noch einmal ganz anders geäußert gehabt. Wir können mittlerweile trefflich wochenlang über das richtige Gendern in Broschüren und Publikationen diskutieren, aber verlieren dabei den Blick auf die echten Probleme der Menschen. Sagt Karl Nehammer da auch bei seiner Zukunftsrede. Zum einen sagt er, im März 2023, wir können da wochenlang irgendwie über Gendern debattieren und verlieren den Blick auf die echten Probleme. Hätten wir nicht jetzt auch andere und echtere Probleme als das Binnen-I? Man hat andere und echtere Probleme, aber die anderen und echten Probleme sind halt so wahnsinnig kompliziert zu lösen. Wir haben in Österreich eine Inflation von 7,7%, wir haben eine im Euroraum von 5,3%. Das ist ein Problem, ein echtes, aber wie löst man es? Also es ist einfach schwierig zu sagen, wir sind gegen Toilettenanlagen, die für Männer und Frauen gleich sind. Das ist relativ einfach, oder? Also da kann sich jeder was drunter vorstellen. Diese ganze Diskussion über diverse Geschlechter und so weiter, das ist etwas, was Leute schon auch aufregt und ärgert, auch in ihrem Lebensentwurf sozusagen unentwegt in Frage stellt, auch in ihren Sprechgewohnheiten in Frage stellt. Das verärgert viele Leute und sich auf diesen Ärger draufzusetzen und zu sagen, wir verstehen das und mit uns kommt das nicht. Das ist natürlich etwas, was durchaus populär ist. Und ja, zwischen populär und populistisch gibt es ja durchaus Berührungspunkte. Und wenn man sich auch hier den Österreich-Plan, der heute präsentiert wurde, genau durchliest, dann ist das ja abgeschwächt ein wenig. Also die ÖVP spricht sich in diesem Papier, und wir werden es dann in der Rede hören, dafür aus, sozusagen schon Männer und Frauen in der Sprache wahrzunehmen. Aber halt nicht mit dem Glottisschlag und mit dem Binnen-I, nicht die ÖsterreicherInnen, sondern die Österreicherinnen und Österreicher. Und das ist so eine Position, ein wenig middle of the road, mit der wahrscheinlich die meisten Menschen ganz gut mitkönnen. Weil du das vorhin auch schon angesprochen hast, die ÖVP, die orientiert sich zurzeit schon an rechteren Ideen auch oder an rechteren Problemlösungen. Und das ist ja was, das wir nicht nur in Österreich sehen, sondern eben bei ganz vielen konservativen Parteien. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich die Welt sehr schnell verändert, dass es auch viele Krisen gegeben hat, dass sich viele Leute abgehängt fühlen, vielleicht auch vieles nicht mehr verstehen. Und da fragt man sich schon, wieso biegen diese konservativen Parteien da auch so nach rechts ab und beziehen sich da nicht auf ihre alten Werte? Denn man könnte ja eigentlich meinen, in Zeiten der Unsicherheit würden genau diese Werte auch irgendwie gut greifen. Ja, aber was sind die alten Werte? Also
der alte Wert, jetzt nicht der christlich-sozialen ÖVP, aber der Wirtschaftspartei ÖVP ist etwas, was ja auch durchaus für die Gesellschaft viel gebracht hat. Der freie Handel zum Beispiel, der Abbau von Zollschranken, also Wirtschaftsliberalität. Wirtschaftsliberalität, ein alter Wert der ÖVP, ist etwas, was mittlerweile als Globalisierungsauswuchs als negativ Brandmarkt ist. Und also mit dem wird man jetzt keine Wahlen mehr gewinnen in einer Zeit, in der die Leute den Eindruck haben, ihre Welt bricht auseinander, alles fragmentiert sich, alles wird brüchig, woran man bisher geglaubt hat. Und in dieser Welt polarisiert sich auch alles. Und sozusagen der Pol, wenn man von der Mitte weggeht, dann geht es halt in Richtung rechter Populismus und nicht in Richtung zentristischer Wirtschaftsliberalismus. Begonnen mit der Idee einer rechteren Politik hat ja damals schon ganz maßgeblich auch Sebastian Kurz, als er die Partei übernommen hat. Lass uns vielleicht auch noch kurz darüber sprechen, wie sehr vielleicht auch die Prozesse und sein Abgang der Partei da jetzt auch schaden. Naja, also helfen tut es nicht. Ja. Also am 23. Februar wissen wir mehr. Da ist der letzte Verhandlungstag bei dem Prozess, wo es um die mögliche falsche Zeugenaussage vor dem U-Ausschuss geht. Wenn Sebastian Kurz hier verurteilt werden würde, kann man nicht sagen. Ja. Also es kommt darauf an, glaubt der Richter mehr der Verteidigung oder glaubt er mehr den Staatsanwälten und ihrem Grundzeugen Thomas Schmidt. Wenn es wirklich zu einer Verurteilung kommt, dann wird es nicht nur für Sebastian Kurz persönlich ein Niederschlag sein, sondern schon auch für die ÖVP. Dazu kommt, dass natürlich Sebastian Kurz in seiner hohe Zeit immer verbunden wurde mit Menschen auch im Wirtschaftsbereich, die jetzt in Schwierigkeiten sind. Das ist Rene Benko. Also an den erinnert sich derzeit keiner mehr gern, dass er beim Dörgeling gewesen ist und dort. Obwohl alle dort waren, muss Kastanien man auch sagen. Und, ja, kann man noch nachschauen im Internet. Ja, also an den streift man mittlerweile ungern an. Und wenn dann bekannt geworden ist, übrigens von Sebastian Kurz selber rechtzeitig kommuniziert, dass nämlich er selber zuletzt einen 100-Millionen-Investition in die Signa organisiert hat und dafür wie viel? 2,7 Millionen erwartet von Benko, die er noch nicht ganz oder nur zum geringen Teil bekommen hat, dann ist das kein schlanker Fuß auch für die ÖVP, bei der Sebastian Kurz einfach immer noch der ist, der die letzte Wahl für sie gewonnen hat und zwar mit großem, großem Vorsprung, der wirklich so etwas wie eine fast messianische Heilsfigur für viele ÖVP-Mitglieder, Unterstützer, Angesprochenen gewesen ist. Wenn Martin Ho, ein anderer aus diesem wirtschaftlichen Umfeld von Sebastian Kurz, nicht in Konkurs geht, weil er seine Firmen immer rechtzeitig an einen Herrn mit dem sprechenden Namen Pimperl verkauft, der dann zwei Monate später diese Betriebe dann immer in die Insolvenz schickt, dann ist das nicht positiv sozusagen für die Erinnerung an Sebastian Kurz als den Wundermann, als den man ihn lange gesehen hat und als der auch von der ÖVP kommuniziert worden ist. Hervorgebracht hat ja alles rund um Sebastian Kurz auch Untersuchungsausschüsse, aber wir sehen hier gerade, pardon, falls Sie sich denken, warum bin ich hier so verwirrt? Ich habe nur kurz geschaut, wie es in Wels weitergeht. Wir warten auf Karl Nehammer. Wir warten auf Karl Nehammer, ganz genau. Aber bis dahin werden wir jetzt noch kurz weitersprechen, bis Karl Nehammer dann auch auf die Bühne kommt. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Aber Fritz, lass uns dann vielleicht noch kurz gleich weitermachen. Hervorgebracht, alles rund um Sebastian Kurz und auch seinen Fall, würde ich jetzt einmal sagen, haben die Untersuchungsausschüsse oder der Ibiza-Untersuchungsausschuss, der dann zum ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss wurde. Und auch jetzt im Superwahljahr gibt es zwei Untersuchungsausschüsse. Inwiefern werden die denn den ganzen Wahlkampf jetzt nicht nur für die ÖVP, sondern für alle Parteien erschweren und die Parteien vielleicht auch beschädigen? Naja, helfen werden sie dem Ansehen der Politik in Österreich wahrscheinlich nicht. Wobei die Frage ist natürlich, kommt sie überhaupt zu diesen U-Ausschüssen? Also würde die Nationalratswahl, gesetzter Fall,
die fast alles spricht dafür, Schlagzeile der Kronenzeitung stimmt, würde wirklich am 9. Juni die Nationalratswahl sein, dann müsste am 15. März der Neuwahlbeschluss sein und mit dem Neuwahlbeschluss enden alle Untersuchungsausschüsse, nachdem die erst Anfang März aktiv werden könnten, gibt es da praktisch keine Zeit dafür. Also es könnte durchaus sein, und das spricht wiederum für das Vorziehen von Neuwahlen, dass man durch frühe Neuwahlen, wenn es, was auch schon geheißen hat, 26. Mai ist, dann müsste man das Ende Februar machen. Also es gibt einfach eine Frist sozusagen, in der Untersuchungsausschüsse nicht mehr stattfinden können, und es könnte sein, dass beide davon getroffen sind. Du hast ja das heute auch schon gesagt, es kommt ja auch darauf an, auf den heutigen Tag, eben auf die Rede, die jetzt auch in Kürze losgehen wird, wie wir auch schon sehen. Wovon macht es denn die ÖVP abhängig am heutigen Tag? Was kann dazu beitragen, dass man sich dann letztendlich für Neuwahlen oder für vorgezogene Neuwahlen ausspricht? Wenn man sich einen Erfolg davon verspricht, und da spielt der heutige Tag rein, nach der letzten Rede von Karl Nehammer, der Autoland, Österreich ist ein Autoland-Rede, war es in der Tat so, dass die Umfragen der ÖVP nach oben gegangen sind, und zwar massiv nach oben gegangen sind, aber nur relativ kurz, dann ist dieser Effekt verpufft. Die heutige Rede sozusagen ist wahrscheinlich ein wenig dieser Versuch, das wieder hochzufahren, diese Erinnerung an die Autolandrede, übrigens sehr viel von dem, was wir jetzt in diesem Österreich-Plan finden, möglicherweise auch sehr viel von dem, was wir in der Rede hören werden, wird uns sehr bekannt vorkommen, weil wir es vor einem Jahr schon einmal oder fast einem Jahr schon gehört haben. Damals hat man gesehen, es wirkt, sozusagen der vernünftige Karl, da drin ist irgendwie auch ein Bereich, der lautet Land der Vernunft, also da spielt das schon hinein. Der vernünftige Karl, der irgendwie für das Gros der Menschen spricht, der spricht wirklich die Leute an. Wenn das die Umfragen zeigen, und das müsste in den nächsten 2-3 Wochen sein, dann wird der Druck auf der ÖVP, auch auf den Koalitionspartner, aber auch in der ÖVP wirklich rasch Neuwahlen zu machen, recht groß werden. Aber jetzt sehen wir schon den ÖVP-Obmann, heute. Wie auf die Bühne geht, und wir schalten jetzt gleich direkt zur Rede von Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer. Liebe Freundinnen und Freunde hier in der Messehalle in Wels, liebe Österreicherinnen und Österreicher, die uns zuschauen durch die digitale Welt. Es gab jetzt in den Momenten, wo die Videos gezeigt wurden, einen besonderen Moment für mich, der mich sehr berührt hat. Und der Josef Hechenberger weiß das, wovon ich jetzt gleich spreche. In dem Video gab es ein Bild, wo ich mit einem jungen Bauern einschlag. Und das war bei einer Diskussionsveranstaltung, du lieber Josef hast du organisiert, 600 Bäuerinnen und Bauern. Und der junge Landwirt steht auf und stellt mir eine Frage. Er sagt, Herr Bundeskanzler, sagen Sie mir, warum soll ich den Hof meiner Eltern übernehmen, wenn die Zeiten gerade so herausfordernd sind? Sagen Sie es mir. Und ich bin zu ihm hingegangen. Und als wir nebeneinander gestanden sind, war es ganz einfach zu spüren. Ich habe zu ihm gesagt, ich muss dir nicht sagen, warum du den Hof deiner Eltern übernehmen sollst. Weil du es willst. Weil du die Leidenschaft in dir trägst, eine besondere Herausforderung anzunehmen. Und ein Stück weit, als ich so mit ihm gesprochen habe, habe ich selbst gespürt, was auch mit mir ist, als ich Bundeskanzler geworden bin. In einer herausfordernden Zeit für das Land und für die Menschen
aber mich die gleiche Leidenschaft treibt wie ihn, dem Land zu dienen und die Herausforderungen anzunehmen. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Jahr 2024 ist das Jahr der Entscheidung. Der Plan für Österreich. Er ist die Chance zu zeigen, wofür wir als Volkspartei, ich als Bundeskanzler der Republik Österreich stehe und eintrete, was uns wichtig ist, wie sich dieses Land weiterentwickeln kann und soll. Aber es ist auch für mich heute die Chance, für euch zu zeigen und darzustellen, wofür ich stehe. Dass es gerade wichtig ist, in schwierigen Zeiten auch Haltung zu zeigen. Weil durch Haltung zeigen kann man Halt geben. Und in schwierigen Zeiten ist es oft erforderlich, auch Orientierung zu geben. Und heute, hier, in der Diskussion davor, haben wir gesehen, was es heißt, auch politische Verantwortung zu übernehmen, redliche Politik zu leben, auch wenn es nicht populär ist, auch Unpopuläres tun, weil es richtig ist für das Land und für die Menschen. Wir sind gemeinsam mit den Menschen in Österreich durch heftige Wogen gegangen, durch heftige Wogen des Schicksals, von Corona bis Energiekrise, Teuerung, Inflation. Für die Menschen belastend, für euch belastend, die Verantwortung tragen, aber bereit sind vor allem, politische Verantwortung zu übernehmen. Die generell bereit sind, Verantwortung zu tragen, sei es in der Landwirtschaft, sei es in den Unternehmen dieses Landes, da zu sein, redlich zu wirtschaften, nicht zu blenden und keine Kartenhäuser aufzubauen, die dann zusammenbrechen und andere belasten. Ja, das ist die Frage, soll man applaudieren oder nicht? Aber das Wichtige ist auch da, Redlichkeit ist wichtig in der Politik wie in der Wirtschaft. Redlichkeit ist wichtig im Umgang miteinander. Und wenn wir darüber sprechen, wenn es um eine Richtungsentscheidung geht in diesem sogenannten Superwahljahr 2024, dann geht es tatsächlich um sehr viel. Da gibt es denjenigen, der steht für Zerstörung, für Destruktion. Ich, liebe Freundinnen und Freunde, stehe für Gestaltung. Ich sage euch, worum es wirklich geht. Die einen, die gerade jetzt besonders laut sind auf der politischen Bühne, radikal sind, Hass sehen, die haben ein Ziel. Das Ziel lautet, das Schlechte aus den Menschen herauszuholen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, die Volkspartei, ich stehe genau für das Gegenteil. Unser Ziel muss es sein, das Gute aus den Menschen herauszuholen, für eine gute Zukunft in unserem Land. Und manche lieben es, ein Szenario einer dunklen Vergangenheit zu zeichnen, sich darin zu suhlen. Ich als Bundeskanzler, wir als Volkspartei, wir wollen eine helle Zukunft schaffen. Und warum? Weil dieses Land es verdient. Weil dieses Land Menschen trägt, die fleißig sind, die bereit sind, auch eben Verantwortung zu übernehmen, wie wir es vorher gehört haben. Und dieses Land Menschen hat, die sich eben auch in Krisen mehr als bewährt haben. Erinnert euch zurück, wie oft wurde uns gesagt, alles wird noch viel schlimmer sein nachher. Wir werden Herausforderungen gar nicht lösen können. All das hat sich nicht bewahrheitet, weil wir nicht aufgegeben haben, weil die Menschen in unserem Land nicht aufgegeben haben.
Und jetzt ist es Zeit. Es ist Zeit, nach 4 Jahren der Bewährung die Zukunft vor Augen zu haben, darüber nachzudenken, was braucht es für die Zukunft dieses Landes, für die Zukunft der Menschen und der nächsten Generationen. Und genau das zeigt der Österreich-Plan auf mehr als 80 Seiten detailliert. Keine Sorge, ich werde nicht jede Seite jetzt präsentieren. Ich weiß, manche von euch haben schon damit gerechnet. Aber ich möchte euch 3 Wegweiser vorstellen, die mir wichtig sind, weil sie zeigen, wer wir sind als Volkspartei, als christlich-soziale Wertegemeinschaft. Und die Claudia hat schon gesagt, ja, weil wir Menschen bei uns haben, die schon vor Jahrzehnten erkannt haben, dass Ökologie und Ökonomie zusammengehören, einander bedingen und sich nicht ausschließen. Einer dieser Wegweiser ist das Thema Leistung. Und Leistung ist so ein umfassender Begriff. Und das Erste, was mir dabei einfällt, ist die Wirtschaft in unserem Land, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Industriebetriebe. Wo, wenn nicht hier in Oberösterreich, kann man darauf stolz verweisen. Und ich sage das ganz bewusst stolz, weil wenn ich als Bundeskanzler die Welt bereise, um österreichische Interessen zu vertreten, auch österreichische Unternehmen und deren Interessen dort zu vertreten, dann ist das Schönste dabei, dass man viel Wertschätzung erhält für die Qualität der Produkte, die in diesem Land produziert werden. Für die Qualität, für die Nachhaltigkeit, für die Bestandsfähigkeit, gerade im Vergleich mit manchen Produkten aus Asien und anderen Regionen dieser Welt. Das alles ist eben auch österreichische Wirtschaft, Unternehmerinnen und Unternehmertum. Aber wie gesagt, wir haben harte Zeiten erlebt. 4 Jahre jetzt der Bewährung. Wir haben es auch gehört heute hier schon, wo wir eingegriffen haben als Staat, wo wir Subventionen gegeben haben, um Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Wirtschaft und Industrie weiter bestehen kann. Aber jetzt ist es Zeit, die Wirtschaft wieder auch frei wirtschaften zu lassen. Unternehmerinnen, die etwas unternehmen wollen und Unternehmer auch tatsächlich es sie unternehmen lassen. Und dass wir wegkommen von der österreichischen Subventionitis und wieder hin zu Investitionsprämie, zu Investitionen in unser Land und zu Investitionen in unsere Menschen. Aber der Wirtschaftsstandort Österreich, der Industriestandort Österreich, und wir müssen uns das immer als System vorstellen. Große Industriebetriebe ermöglichen kleine und mittlere Unternehmen. All das hängt zusammen und ist ein kostbares Gut, das wir haben. Aber sie müssen sich einem harten Wettbewerb stellen. Wir in der Politik müssen jetzt wieder bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen bereit sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit auch tatsächlich zulassen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Der Wettbewerb ist es, der die Unternehmerinnen und Unternehmer treibt. Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt ab vom Export. Was können wir also tun als politisch Verantwortliche? Wir haben Rahmenbedingungen zu setzen, dass Wirtschaften möglich ist. Ja, und wir müssen die Lohnnebenkosten weiter senken. Das ist im Österreich-Plan eingepreist. Die Lohnnebenkosten müssen runter, damit Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Das Wichtige ist, dass wir aber in diesem Szenario weiterdenkend auch dafür Sorgen tragen müssen, und da müssen wir uns selbst bei der Nase nehmen, wir müssen mit diesem Regulierungswahnsinn aufhören. Dem sogenannten Golden Plating, in Neudeutsch gesprochen, den Übererfüllen von europäischen Normen. Apropos, wenn wir uns an der Nase nehmen müssen, dann muss es auch die Kommission in der Europäischen Union. Wir müssen die Vorschriften reduzieren, damit Wirtschaft möglich ist. Und als Bundeskanzler ist es tatsächlich ein Privileg,
viele Begegnungen zu haben, auch international, transatlantisch. Und wisst ihr, da gibt es mittlerweile einen Spruch über uns, als Europäer jetzt gedacht. Da sagt man, die Amerikaner, die sind innovativ. Naja, aber die Chinesen, die sind produktiv. Und die Europäer sind regulativ. Und weil das so ist und weil das schon international so gesehen wird, ist das so ein wichtiger Punkt. Leistung beschrieben an der unternehmerischen Leistung. Leistung wird aber auch erbracht von 5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem Land. Das sind 5 Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und die Volkspartei arbeitet hart daran, immer schon in ihrer Geschichte, dass auch tatsächlich mehr im Geldbeutel bleibt. Auch dazu war das ganz wichtig, dass wir die kalte Progression, diesen heimlichen Lohnfraß abgeschafft haben. Aber das ist nicht genug. Wir müssen weiter gehen und weiter denken. Und wir haben es auch heute in der Diskussion schon gehört, wie wichtig es ist, dass Leistung auch als Wert sichtbar gemacht wird. Das heißt, wir müssen die Überstunden, das heißt, wenn jemand mehr leistet, tatsächlich auch mehr Wert machen. Im Österreich-Plan ist enthalten, dass wir alle Steuern auf Überstunden abschaffen. Und wir werden weiter an dem Thema Steuersenkung arbeiten. Ja, und wir werden auch weiter den Eingangssteuersatz weiter senken. Aber Achtung, darin ist auch eine Gefahr, weil wir entlasten zwar die niedrigeren Einkommen deutlich damit, aber wir schaffen auch vielleicht weniger Anreiz, um Leistung sichtbar zu machen, wenn es um das Thema Vollzeit geht. Um genau dem entgegenzuwirken, sagt der Österreich-Plan, sage ich euch, ist es notwendig, dass wir die belohnen, die bereit sind, volle Arbeitsleistung zu geben, Vollzeit zu arbeiten. Und deswegen gibt es 1.000 Euro Bonus für die, die das tun. Ökonomie und Ökologie, Umweltschutz, Wirtschaft, Leistung schließen sich nicht aus. Und weil das so ist, ist es wichtig, dass wir den Vorteil, den Österreich sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, auch da weiter ausbauen. Denn die, die alles dunkel malen und dunkel zeichnen, würden auch euch jetzt nicht sagen, dass es erstaunlich ist für dieses mittelgroße Land in der Union und ein kleines Land im Vergleich zu den Staaten auf der Welt, dass dieses Österreich den Platz 3 innerhalb der Europäischen Union besetzt, wenn es um Forschung und Innovation geht. Mein Ziel ist es als Bundeskanzler dieser Republik, dass wir Platz 1 erreichen. Innovation und Forschung sind wichtige Grundpfeiler, dass Weiterentwicklung in der Wirtschaft, Weiterentwicklung für die Arbeitsplätze gegeben ist. Und können Sie sich noch erinnern, als die Aufregung so groß war, als ich gesagt habe, Österreich ist ein Autoland? Eigentlich eigenartig, wenn man daran denkt, dass über 300.000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie hängen, dass sie für uns eine essentielle Industrie auch im systemischen Verbund mit kleineren und mittleren Betrieben ist. Und dass wir auch in Österreich weiter dafür Sorge tragen müssen, dass es keine Denkverbote gibt. Dass der sogenannte grüne Verbrenner, auch so eine Aufregung aus dem letzten Jahr, plötzlich ein ganz klares europäisches Thema und Bekenntnis ist. Dass Wasserstofftechnologie, E-Fuels die Zukunft bedeuten. Und dass wir weiter investieren müssen in die Autoindustrie, in die Forschung und auch in die Straße. Denn die Autos der Zukunft müssen auch irgendwo fahren. Der
zweite wichtige Wegweiser, den ich mit euch teilen möchte, ist das Thema Familie. Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Es ist der Platz, wo Werte vermittelt werden, wo wir Gesellschaft bauen. In Wahrheit die erste Begegnung, wo man lernt, miteinander umzugehen. Respekt und Toleranz und Verständnis. Jeder, der Geschwister hat, weiß das, was das in Wirklichkeit bedeutet. Aber das Besondere dabei ist, dass wir als Volkspartei uns dem Familienthema immer aus tiefster Überzeugung verschrieben haben und immer auch dazu gesagt haben, bürgerliche Vision, bürgerliche Mitte einer Gesellschaft heißt auch Wahlfreiheit tatsächlich leben zu können. Und deswegen ist uns das Thema Kinderbetreuung so wichtig. Deswegen die 4,5 Milliarden bis 2030. Und ich sage ein Danke an alle, die hier mitgewirkt haben, an die Landeshauptleute, an den Finanzminister, Gus, dich, an meinen Kabinettschef. Es ist uns gelungen, tatsächlich den Finanzausgleich neu zu verhandeln. Ein technisches Wort, aber dahinter verbirgt sich auch ein Stück Zukunft. Zukunft neu zu gestalten, diese Familienentscheidung, ob man tatsächlich seine Kinder zu Hause betreut oder doch arbeiten geht, eine freie Wahlentscheidung ist. Und deswegen braucht es den Ausbau der Kinderbetreuung. Die Bildungspolitik ist ebenso eine DNA der Volkspartei, weil sie eben auch zum Thema Familie und Gesellschaft dazugehört. Demokratie braucht Bildung. Mehr denn je, wenn wir sehen, was an Fake News und Hass und Verhetzung gerade jetzt die Gesellschaft prägt. Aber Bildung heißt auch neu denken und heißt auch die Jugend, die Jungen darauf vorzubereiten, dass die Welt, in der wir jetzt leben, in der sie aufwachsen, in den nächsten Jahren schon eine ganz andere sein wird. Künstliche Intelligenz, nicht nur die Gefahr sehen, die Chancen erkennen, den Nutzen, nicht nur Apps anwenden, sondern sie auch verstehen, verstehen, was dahinter sich verbirgt und damit eben nicht nur abhängig davon zu sein. Das ist Bildungspolitik der Zukunft, das ist Bildungspolitik der Volkspartei. Was aber auch für Familien ganz wesentlich ist, wie gestalten wir das Leben und vor allem wo und wie? Wie werden unsere eigenen vier Wände der Zukunft ausschauen? Was bedeutet es für mich, wenn ich mir tatsächlich Eigentum aufbauen will? Und da sind wir jetzt gerade in einer gefährlichen Situation. War es vor Jahren noch durchaus möglich, durch Fleiß und Einsatz ein Eigenheim sich zu leisten und auch aufbauen zu können, ist das jetzt schon nicht mehr der Fall. Es braucht daher auch hier Maßnahmen, dass Eigentum tatsächlich möglich ist, dass wir mehr Eigentum für die Menschen schaffen. Es braucht eine Eigentumsoffensive, die den Namen verdient. Und das heißt staatliche Kredite, dass wieder mehr Möglichkeiten gegeben sind, tatsächlich für junge Menschen zu Geld zu kommen und nicht von einer sogenannten KIM-Verordnung aus ihrem Lebensalter geschmissen zu werden. Es braucht, gerade wenn es um erste Eigentum geht, auch die Befreiung von Gebühren und Steuern. Und es braucht neue Modelle neben der Möglichkeit von staatlichen Krediten, auch über die Kaufmiete Eigentum tatsächlich leistbar zu machen. Das wird eine Zukunftsfrage werden. Und was bedeutet Eigentum? Eigentum heißt Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit, Verantwortung übernehmen und nicht in Abhängigkeitsverhältnissen zu leben. Das heißt, mein Ziel als Bundeskanzler ist es, der Ziel des Österreich-Plans ist es, dass wir ein Land der Eigentümerinnen und Eigentümer werden. Und da haben wir noch ordentlich Luft nach oben. Ich möchte bis 2030, dass es eine 500.000 mehr Eigentümerinnen und Eigentümer in Österreich gibt. Das ist Volkspartei-DNA und deswegen danke für eure Begeisterung, weil so wie der Gust auch gesagt hat, wir müssen es zu den Menschen tragen. Wir müssen ihnen
tatsächlich zeigen, dass diese Volkspartei, dass ich als Bundeskanzler für eine Gesellschaft stehe, die sich weiterentwickelt und vor allem freier wird. Und wenn wir über Familie reden und das Zusammenleben, dann reden wir auch über Generationen und wir reden vor allem auch über Gesundheit. Und auch da müssen wir klar bekennen. Fehler eingestehen war auch heute schon das Thema. Wir haben die letzten 15 Jahre brutal verschlafen. Wir sind jetzt in einem Nachholbedarf, der gewaltig ist. Aber er ist notwendig und richtig. Es ist inakzeptabel, dass Menschen lange nach einer Diagnose auf ihre OP-Termine warten. Es ist inakzeptabel, dass Spezialärzte nicht aufgesucht werden, weil keine Termine gegeben werden. Es ist unsere Verantwortung, das zu ändern, und wir sind dabei, es zu ändern. Niemand kann verstehen, dass Tausende in Österreich studieren, aber dann nicht gleichzeitig der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Es braucht eine Berufspflicht nach dem Medizinstudium. Das ist ein Teil, nicht die ganze Lösung. Es braucht Anreize für mehr Ärztinnen und Ärzte. Und erinnert euch auch da, was wurde uns alles entgegengebracht, wie wir gesagt haben, wir brauchen 100 Kassenärzte mehr letztes Jahr. Geht nicht, gibt's nicht, wird nichts. Eigentlich ein Klassiker. Wir haben es geschafft. Für 100 Kassenarztstellen haben wir über 400 Bewerberinnen und Bewerber. Das heißt, es ist die Frage, wie und nicht ob. Und auf dieses Wie geben wir die Antwort. Wir brauchen Anreize, die wir zur Verfügung stellen. Wir fördern direkt diese Kassenarztstellen. Es sollen 800 werden bis 2030. Wir brauchen mehr Ärztinnen und Ärzte auch im System, in den Spitälern. Wir brauchen die Primärversorgungszentren im Ausbau, um eben mehr Ärzte auch freispielen zu können. Und dafür gibt es schon die Anreize, dafür gibt es schon die Förderungen. Aber der Weg muss fortgesetzt werden und wir müssen mit etwas aufhören, was tatsächlich absurd ist. Wir haben viel getan, um im Pflegebereich nachzurüsten, längst überfällig. Es gab die Pflegeoffensive, die Pflegemilliarde, die Vereinheitlichung der Ausbildungsstandards. Aber wisst ihr, was völlig absurd ist? Wenn du dann fragst, ja, wieso fällt es uns so schwer, wenn wir wissen, dass wir zu wenig Pflegerinnen und Pfleger haben, wieso fällt es uns so schwer, sie vom Ausland zu uns zu bringen? Dann gibt es eine ernüchternde Antwort, die heißt das Anerkennungsverfahren. Das Anerkennungsverfahren der Ausbildung. Kompliziert, komplex. Und es gibt viele, die zugeben, es ist ein gordischer Knoten, der sich nicht lösen lässt. Wir lösen diesen gordischen Knoten. Wie? Wir definieren Länder, wo wir wissen, dass die Ausbildung passt. Und wenn nachgewiesen wird, dass aus diesen Ländern die Ausbildung absolviert worden ist, können diese Menschen sofort bei uns arbeiten. Und ein weiterer Wegweiser, der im Österreich-Plan enthalten ist und der uns ständig umgibt, ständig beschäftigt und bewegt, er geht ganz tief hinein bei uns, ist das Thema Sicherheit. Eines ist klar, ohne Sicherheit und Ordnung keine Demokratie. Ohne Sicherheit und Ordnung keine Freiheit. Ohne Sicherheit und Ordnung keine Meinungsfreiheit und kein Versammlungsrecht. Dafür gibt es und gilt es viel zu tun. Die Volkspartei, ich als Bundeskanzler habe es mehrfach bewiesen, dass uns dieses Thema ernst ist. Mit dem höchsten Verteidigungsbudget, mit dem höchsten Budget im Inneren. Und das ist nicht nur ein Versprechen, sondern dieses Versprechen lösen wir ein. Aber unsere Sicherheit wird oft von Einflüssen bedroht, die verdeckt und dann mit einer unglaublichen Wucht und Brutalität daherkommen und unsere Sicherheit, nämlich die Sicherheit der Menschen in unserem Land, tatsächlich gefährden. Ich spreche von Terror. Terror, der in Österreich stattgefunden hat. Terror, der auf der Welt stattfindet. Und hier von meiner Seite aus ein ganz klares Wort, wenn es um Haltung und Werte geht. Liebe Freundinnen und Freunde, bei Terror, der Angst und Schrecken verbreitet, gibt es keine Neutralität.
Und wenn wir mit Sorge feststellen, und das ist tatsächlich ernst zu nehmen, dass wir in einer sehr aufgeregten Zeit der Hetze, des Hasses, der Fake News leben, dann stellen wir auch eines fest, was immer wieder dann passiert: Der Antisemitismus nimmt zu. Und der Antisemitismus ist wie ein Lackmustest, ein Anzeiger für eine gefährliche Entwicklung. Immer in Staaten, wo der Antisemitismus hoch ist, findet keine Demokratie statt. Deswegen ist mein Engagement als Bundeskanzler in dieser Bundesregierung so wichtig für dieses Land, für die Gesellschaft, aus unserer historischen Verantwortung, aber für die Zukunft so wichtig, gegen Antisemitismus, gegen Radikalismus und Hetze entschieden aufzudrehen und dagegen auch zu kämpfen. Freundinnen und Freunde, das ist das, was ich gemeint habe, wenn es um Verantwortung geht, wenn es um Haltung geht, wenn es darum geht, Orientierung zu geben und aufzuzeigen. Und weil die Welt rund um uns herum immer unsicherer wird, auch hier ein klares Bekenntnis, gerade wenn die EU-Abgeordneten und unser Spitzenkandidat Reinhold Lobatka. Lieber Reinhold, danke, dass du dir das antust, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke, dass du zur Verfügung stehst. Der Reinhold übernimmt mit seinem Team Verantwortung für die österreichische Politik in der Europäischen Union, und die Europäische Union, und das sei hier auch von dieser Stelle klar gesagt, war die beste Entscheidung seit langem, die die Österreicherinnen und Österreicher getroffen haben. Demnächst feiern wir 30 Jahre. 30 Jahre Volksabstimmung, knapp 67%, eine hohe Zustimmung. Das ist viel. Aber warum das so wichtig ist und auch in die Zukunft führt, die Europäische Union ist tatsächlich die Möglichkeit, sich in einer immer unsicheren Welt sicher zu bewegen. Aber es braucht eine starke Stimme Österreich. Es braucht das Aufzeigen von Zuständen, die eben Zustände sind und nicht zukunftsweisend sind. Und es braucht die Klarheit, dass wir uns in der Union dafür einsetzen, dass wir Europe first, Europa zuerst durchsetzen, gerade wenn es um unseren Markt geht, gerade wenn es um den Binnenmarkt geht und gerade wenn es um unsere Industrie und Unternehmen geht. Wir waren auch da unter heftigen Beschuss, der Gerhard Kahner und ich, weil wir es gewagt haben, den Finger in eine Wunde zu legen innerhalb der Europäischen Union, was unsere Sicherheit betrifft, was die Außengrenzen betrifft, was auch das Versagen des Asylsystems betrifft. Wir waren diejenigen, die die Diskussion wieder zurückgebracht haben in den Europäischen Rat. Ich war derjenige, der sich im Rat der Regierungschefs dafür eingesetzt hat, dass wir klare Regeln brauchen für Asyl-Außengrenzverfahren, dass es möglich sein muss, Asylverfahren in Drittstaaten durchzuführen, dass dieses Asylsystem dringend neu gebaut werden muss. Und wir haben die ersten Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Aber auch hier eine klare Abgrenzung zu den Rechtsextremern, zu den Hetzern, zu den Hasssehern. Die Volkspartei ist nicht gegen geordnete Migration in den Arbeitsmarkt. Ganz im Gegenteil. Wir wollen die Rot-Weiß-Rot-Karte noch viel effizienter gestalten. Innerhalb von 72 Stunden für die Unternehmerinnen und Unternehmer die Chance, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Aber das Entscheidende ist die Differenzierung.
Das Entscheidende ist, klarzumachen, der Kampf gegen illegale Migration und organisierte Kriminalität und das Zulassen einer geordneten Migration mit Spielregeln und klaren Aufträgen. Und ein Auftrag, den ich mir gegeben habe, ist es, auch im Österreich-Plan dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir eben die Migration in die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wollen, aber nicht die illegale Migration ins Sozialsystem. Und deswegen erst Anspruch auf Sozialleistungen nach 5 Jahren. Und jetzt auch hier ein klares Wort zu einem Thema, das sehr schnell, sehr rasch polarisiert und emotionalisiert. Es gibt schon einen Wettstreit, wer es denn zuerst erfunden hätte. Aber ich sage das hier ganz klar. Wenn wir ein Land der Vielfalt, des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz sein wollen, dann heißt es, dass es klare Spielregeln gibt. Und dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist. Es wird schon in gewissen sozialen Medien und anderswo diskutiert, ob das nicht vielleicht die Freiheitlichen irgendwo erfunden hätten. Ich habe damit kein Problem. Das Bessere ist der Feind des Guten. Aber Integration und Anpassung ist wichtig, damit wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln können. Und ja, ich sage euch was, überlassen wir nicht denen, die Hetze und Hass sehen, die rechtsextremes Gedankengut verbreiten, dem Begriff, die Definition von Leitkultur. Ich stehe zu dem Begriff Leitkultur. Was drückt er aus? Er ist unsere Identität. Er ist unsere Kultur. Leitkultur im christlich-sozialen Verständnis der Volkspartei, im meinen als Bundeskanzler der Republik Österreich, ist es, dass eine Leitkultur dafür steht, dass es um eine Gesellschaft der Vielfalt geht, des Miteinanders, der Toleranz, des Respekts, des Zueinanderzuhörens und der demokratischen Grundwerte in unserer Verfassung. Lassen wir uns diese Leitkultur nicht von den Radikalen wegnehmen oder von den linken Träumern. Es ist wirklich für mich ein ganz besonderer und auch emotionaler Moment, denn als Bundeskanzler hast du das Privileg, viele schöne Momente gemeinsam mit deinem Team erleben zu dürfen, aber auch sehr viele fordernde und auch kraftraubende. Heute hier bei euch stehen zu dürfen, mit der Zustimmung zu den Inhalten, weil Volkspartei auch immer eine Inhaltspartei ist, die Zustimmung für den Österreich-Plan ist tatsächlich kraftgebend, vor allem wenn ich daran denke, dass diese Richtungsentscheidung, von der ich am Anfang gesprochen habe, tatsächlich in diesem Jahr die bestimmende Kraft und Thematik sein wird in der politischen Diskussion. Es wird ein Jahr der Bewährung. Es wird auch ein Jahr der Wehrhaftigkeit sein. Der Wehrhaftigkeit, Versuchungen zu widerstehen, klar zu sein, wenn es darum geht, Haltung zu zeigen. Es wird ein Jahr der Entscheidung sein, zwischen demjenigen, der sich in der dunklen Vergangenheit verliert und lieber an Verschwörungen glaubt. Und es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir als Bundeskanzler von Österreich, der an die Zukunft dieses Landes und an die Zukunft dieser Menschen in diesem Land glaubt. In Wahrheit, liebe Freunde, liebe Freunde,
In Wahrheit, liebe Freunde, geht es um eine der entscheidendsten Fragen für unsere Zukunft. Gestalten oder spalten? Und ich sage euch was, ich habe mich klar entschieden. Ich will mit euch dieses Land gestalten, die Zukunft gestalten. Lasst uns den Plan für Österreich gemeinsam umsetzen. Geht mit mir diesen Weg. Soweit also der groß angekündigte und auch groß inszenierte Österreich-Plan von Karl Nehammer. Bei mir im Studio ist weiterhin Fritz Tittelbacher. Mit ihm möchte ich die Rede natürlich jetzt auch analysieren. Danke, Fritz, dass du hier bist, dir das mit mir angesehen hast und jetzt auch analysierst. Ganz grundsätzlich mal zu Beginn, was war denn der Eindruck der Rede? Worauf hat sich Nehammer da spezialisiert und vor allem die Schwerpunkte auch gesetzt? Also das Wort, das ich mir als erstes notiert habe, weil es ganz am Anfang gekommen ist und weil es, finde ich, auch ganz bezeichnend war, auch für die Inszenierung, wie du sagst, seiner Politik, seiner Person, ist das Wort Redlichkeit. Er hat ganz am Anfang von Redlichkeit gesprochen und das ist ein bisschen das Bild, das er vermittelt, das er auch in dieser Rede versucht hat zu vermitteln. Man kann sich immer ein bisschen fragen, wie sexy ist Redlichkeit, aber das ist sozusagen sein USP, also sein Unique Selling Point. Da kann man sich auch fragen, wie sexy muss ein Bundeskanzler sein? Naja, schon. Dahingehend. Also vor Wahlen würde es ihm wahrscheinlich politische Sexiness nicht schaden. Redlichkeit schadet ehrlich gesagt auch nicht. Redlichkeit ist auch deswegen ganz wichtig, weil ja Redlichkeit auch ein Thema war seines Vorvorgängers. Ich meine eben nicht Alexander Schallenberg, sondern ich meine Sebastian Kurz, dem immer so ein bisschen dieses Überflieger-Image angehaftet ist, aber sozusagen die Bodenständigkeit und die Redlichkeit war seines nicht. Das ist das, worauf Karl Nehammer schon von Anfang an eigentlich immer gesetzt hat. Er hat nicht sozusagen die Sprachmacht, die aus dem Volk kommende eines Gustwöginger, weil er ihn gerade, wie ich auf dem kleinen Bild sehen, umarmt. Aber sozusagen, er verkörpert eine Volkspartei, wie man sie kennt, wie man sie seit Jahrzehnten kennt, auch von den Themen her, weil du gesagt hast, worum ist es gegangen. Er hat gleich am Anfang den Begriff Lohnnebenkosten senken gesagt in Richtung Wirtschaft. Also wenn du sagst, sexy ist Lohnnebenkosten senken nicht. Es ist nicht unwichtig, es ist ein Punkt, über den man schon auch diskutieren kann, denn was heißt Lohnnebenkosten senken? Das heißt in Wirklichkeit, das sind Krankenkassenbeiträge, Unfallversicherungsbeiträge, Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds. Das ist das, was den Wohlfahrtsstaat finanziert. Wenn man da die Finanzierung senkt, dann hat das schon auch gewisse Einflüsse auf den Sozialstaat. Aber über das kann man reden. Das sind klassische politische Positionen bürgerlicher Parteien. Und diese Botschaften sind relativ stark heute in dieser Rede hergekommen. Kann er denn, lass uns vielleicht gleich bei den Lohnnebenkosten und beim Sozialstaat bleiben, kann er denn dafür überhaupt Mehrheiten aufstellen? Und was bedeutet das dann aber auch in weiterer Voraussicht fürs Gesundheitssystem, das ja auch ein Thema war? Dann fehlt ja dort vermutlich auch wieder Geld, gerade wenn es um mehr Kassenstellen geht für Ärzte, die Nehammer ja unbedingt will. Und zu Recht will, genau. Aber die werden finanziert mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, pro neuer Facharzt Kassenstelle mit 100.000 Euro. Also das ist schon ordentlich viel Geld. Und wenn man da 400 neue haben will, dann muss man wirkliches Geld in die Hand nehmen und das muss irgendwo herkommen. Die Sozialversicherung hat schon gesagt, die Gesundheitskassen, von uns kann es nicht kommen. Das muss vom Staat kommen. Das ist immer ein bisschen das Problem dabei. Die Lohnnebenkosten zu senken ist schon ein
Ziel, das man haben kann in einem Land wie Österreich, wo die Abgabenquote, das sind Steuern und Abgaben, also auch die Sozialversicherungsbeiträge und so weiter, schon sehr, sehr hoch ist. Da ist schon ewig versprochen, auch von der ÖVP, wir kommen an die 40%. Das Versprechen ist nicht eingelöst. Wir sind derzeit bei 44-45% immer noch. Nehammer hat ja auch gesagt, dass er die Eigentumsquote erhöhen will. Er will 500.000 mehr Menschen, die ein Eigentum besitzen, nämlich ein Haus oder eben eine Wohnung, wie auch immer, jedenfalls in keinem Mietverhältnis leben bis 2030. Wohnen muss wieder leistbar werden. Und es werden ja auch immer wieder diese strengeren Kreditregeln und Vergaben da auch angeprangert. Nur das liegt ja gar nicht in der Hand der ÖVP. Wie will man denn das forcieren oder vorantreiben? Also die diversen Basel-Vorschriften für das Kreditwesen, die werden nicht in Österreich gemacht, die werden europaweit gemacht. Das kann man sich wünschen, aber das kann man nicht durchsetzen. Im Prinzip dieses Versprechen, ich will ein Volk von Eigentümern haben, das ist schon ein guter Slogan, der klingt gut, den kennen wir auch schon, weil genau das hat er vor einem knappen Jahr bei seinem Auftritt im März 2023 auch schon gesagt. Wie bringt man es durch? Ja, also es gibt Ideen, die ÖVP schon lange hat, zum Beispiel beim Ersterwerb eines Grundstücks oder eines Hauses. Keine Grunderwerbsteuer, keine Grundsteuer. Also da gibt es einige Ideen, da braucht man nur eine Mehrheit, eine parlamentarische dann, und man braucht dann auch einen Ersatz für die entgangenen Steuereinnahmen. Ein Punkt, wo du gesagt hast, das ergibt eigentlich keinen Sinn, weil du dir auch die gesetzliche Lage angesehen hast nach der Forderung, nämlich dass Sozialleistungen für Migrantinnen und Migranten bzw. Asylwerber erst nach 5 Jahren zur Verfügung stehen. Das ist in der Tat irgendwie eine schwierige Geschichte, das verstehe ich nämlich nicht ganz. Das habe ich schon vor einem Jahr nicht verstanden, wie schon einmal gefordert worden ist. Es ist so, worüber spricht man? Ja? Sozialhilfe wird in Österreich nur dann ausbezahlt, derzeit schon, wenn man EU-Bürger oder Drittstaatsangehöriger ist, wenn man zumindest 5 Jahre legal im Land gelebt hat. Das ist aktueller Gesetzesstand. Der einzige Unterschied ist, bei Menschen, die nicht Asylwerber sind, sondern die Asyl bekommen haben nach dem Verfahren, die bekommen, auch wenn es noch keine 5 Jahre sind, dass sie da sind, die bekommen Sozialhilfe. Sonst muss man diese 5 Jahre warten. Wenn es um die Notstandshilfe geht, das ist eine andere Form von sozialstaatlicher Unterstützung für arme Leute. Na, Notstandshilfe bekomme ich erst, nachdem ich vorher schon Arbeitslose bekommen habe. Für das muss ich auch legal hier gewesen sein, hier gearbeitet haben. Und erst wenn die Arbeitslosenzahlung ausläuft, dann könnte ich in weiterer Folge Notstandshilfe bekommen. Das heißt, auch hier habe ich von vornherein Wartefristen, bevor ich zu dieser Sozialleistung komme. Also was genau da gemeint ist, habe ich vor einem Jahr nicht verstanden, verstehe ich heute noch immer nicht, kann möglicherweise an mir liegen. Vielleicht liegt es auch an der ÖVP, vielleicht erklären Sie es auch noch mal ganz genau. Lass uns noch zu einem anderen Thema kommen, nämlich bei der Migration, da fährt ja die ÖVP eine sehr strikte Linie. Man ist aber per se nicht gegen Migration, wie Karl Nehammer auch gesagt hat. Man braucht ja vor allem auch, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, Menschen aus dem Ausland, Fachkräfte aus dem Ausland. Und da möchte man jetzt auch die Rot-Weiß-Rot-Karte reformieren. Kannst du vielleicht kurz noch mal erklären, was diese Rot-Weiß-Rot-Karte ist und was sich der Bundeskanzler da vorstellt, beziehungsweise inwiefern das überhaupt machbar ist? Also die Rot-Weiß-Rot-Karte ist eine Erfindung, die man angelehnt an die Green Card in Amerika, eine Art Zuwanderungs- und Arbeitserlaubnis, die man dort in der Lotterie gewinnen kann. Die wollte man eigentlich schon vor 15 Jahren oder was in Österreich einführen, noch länger her. Und das ist eine Art Zuwanderungserlaubnis, die man bekommt, wenn man einen Job hier hat, wenn man ausreichend verdient, wenn man eine gewisse Ausbildung hat, dann soll man eine Rot-Weiß-Rot-Card bekommen. Das Modell gibt es schon lange. Es ist nicht wahnsinnig erfolgreich, weil eben nicht so viele High-Performer im internationalen Feld sind, die dann unbedingt nach Österreich wollen. Wo man zum Beispiel die Schwierigkeit hat, dass wir eine relativ schwierige Sprache, nämlich Deutsch sprechen und nicht Englisch, wie in Englisch. Oder wie in Irland. Also da haben es andere Länder einfach leichter, Menschen, die interessant sind, auch ökonomisch anzuziehen. Aber das soll intensiviert werden. Was er auch gesagt hat, auch ein Satz, wo er viel Applaus bekommen hat, Integration ist Anpassung. Das finde ich auch einen durchaus deutlichen Satz, auch bei dem wird er wahrscheinlich dort sein, wo 80%, 90% der Bevölkerung ja dazu sagen. Das ist aber auch ganz spannend, denn wenn wir uns das ansehen, da wird immer gesprochen, dass die Integration in Österreich zum großen Teil oder in einigen Bereichen vielleicht auch fehlgeschlagen ist. Ich habe mir das aber auch ganz genau angesehen, das Integrationsstaatssekretariat, das liegt eigentlich, seit es das gibt,
fast durchgehend in ÖVP-Händen. Ist das dann auch Selbstkritik oder an wen richtet sich das? Ja, das richtet sich sicher auch an einen selbst. Also man betont jetzt immer, dass ja, Herbert Kickl einmal Innenminister war und dass da ganz viel nicht funktioniert hat, keine Frage. Aber wir erinnern uns beide noch an einen Integrationsstaatssekretär namens Sebastian Kurz, ja, der dort seine politische Karriere geleistet hat. Es ist nicht so, dass Karl Nehammer heute nicht auch ein bisschen Selbstkritik geübt hat. Also bei Bereichen, wo er nicht unmittelbar selbst zuständig ist, zum Beispiel, wenn er bei der Gesundheitspolitik gesagt hat, ich habe es mir aufgeschrieben, wir haben die letzten 15 Jahre brutal verschlafen. Das also ist redet er von sich selbst? Ja. Nein, also nicht redet, von sich selbst, aber von der ÖVP. Er redet von den grünen, blauen, roten Gesundheitsministern in erster Linie. Aber natürlich, wenn man sagt, die letzten 15 Jahre hat etwas nicht hingehauen, dann muss man schon auch sagen, ein guter Teil der Zeit waren die Kanzlerämter in der Hand der ÖVP. Lass uns gleich noch beim Thema Kritik bleiben. Dazu haben wir jetzt auch gleich was vorbereitet, denn nicht nur die ÖVP-Spitzenfunktionäre zieht es heute nach Wels, auch die Neos machen heute Station in der oberösterreichischen Stadt. Parteichefin Beate Meindl-Reisinger hat Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen und nebenbei noch die Wirtschafts- und Steuerpläne des Kanzlers kritisiert. Seit 37 Jahren stellt die ÖVP den Wirtschaftsminister. Und jetzt erdreisten Sie sich heute hinzustellen und zu sagen, Sie machen jetzt einen Regimewechsel in der Wirtschaftspolitik. Das ist ja nur noch lachhaft. Seit 20 Jahren stellt die ÖVP den Finanzminister und ich sage Ihnen, diese Entlastungsversprechungen glaubt Ihnen einfach wirklich niemand mehr. Die können es nicht mehr. ÖVP, auch die Grünen in der Regierung jetzt und die SPÖ, die sind einfach müde, ausgebrannt und teilweise planlos. Sagt Neo-Chefin Beate Meindl-Reisinger, ebenfalls in Wels. Fritz Dietlbacher, wir haben jetzt gehört, nicht nur Kritik gegenüber der ÖVP, sondern auch ganz deutlich gegenüber der SPÖ. Jetzt frage ich mich gleich einmal, Beate Meindl-Reisinger, die Neos, die würden schon auch gern teilweise in Regierungen mitarbeiten, würden natürlich auch gerne einen Regierungsauftrag haben, aber mit der FPÖ werden sie noch weniger zusammenarbeiten. Mit wem soll das dann funktionieren? Naja, also ich glaube, wir können mit dem heutigen Tag schon sagen, wir sind jetzt einmal im Wahlkampf. Ja. Das war eine Wahlkampfrede von Karl Nehammer, das waren sogar noch ein bisschen mehr Wahlkampfreden von seinen Vorrednern bei dieser Veranstaltung. Das war jetzt auch eine Wahlkampfaussage von Beate Meindl-Reisinger. Im Wahlkampf ist es in Österreich so, dass man nie sagt, mit wem man nachher gern zusammenarbeiten würde. In Deutschland ist das gang und gäbe, bei uns gibt es das nicht. Und im Wahlkampf ist es üblich, dass man die anderen einfach kritisiert, weil man ist ja selbst besser. Also man kann nichts Gutes an den anderen finden. Da finde ich es wiederum interessant, um noch einmal auf Karl Nehammer zu kommen. Also am meisten Applaus, und zwar Standing Ovations, hat er bekommen nach dem Satz: Es gibt da einen, so ungefähr sagt er, der im Dunkeln ist und so. Und sozusagen, es gibt dann, er nennt den Namen nicht, und es gibt jetzt eine Entscheidung zwischen ihm und mir. Das hat fast so eine alttestamentarische Schwere. Und die Menschen sind aufgesprungen und haben applaudiert. Und es war ganz klar, er meint Herbert Kickl. Und er meint sich sozusagen in einem manichäischen Weltsystem, den Dunklen und den Hellen. Das ist schon etwas, worüber wir im Vorfeld sozusagen der Nehammer-Rede und nach den Gesprächen mit Wöginger, Stocker und so weiter gesprochen haben. Diese Konzentration auf das ist jetzt der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, dem Hellen und dem Dunklen, dem Nehammer und dem Kickl, das ist schon ungewöhnlich. Aber da hat ja Nehammer auch hinsichtlich der FPÖ auch gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten, als es um Migrationsthemen gibt. Und da ist jetzt auch nicht ganz klar sichtlich, wer ist der Bessere und wer ist der Gute. Und nennt er dann Kickl den Besseren oder vielleicht sogar den Guten? Wie also geht es Ihnen das aus? In meinem Verständnis hat er schon sich als den Besseren selber bezeichnet. Dass er allerdings Kickl als den Guten bezeichnet hat, das hat sozusagen der nachfolgende Satz mit die Wahl zwischen Entscheidung zwischen ihm und mir nicht getragen. Aber man sieht schon, die ÖVP geht genau in diese Richtung. Also dass da der ganze Saal aufgesprungen ist und applaudiert hat und gar nicht mehr aufhören wollte, da sieht man schon, das ist genau das Match, in das der heurige Wahlkampf läuft, der heutige Auftakt dazu auch. Und ja, schauen wir mal, wie lange er läuft, ob er bis in den Herbst läuft oder vielleicht doch
nur bis in den Mai oder in den Juni. Ein Satz, der mir jetzt auch gerade noch einschießt, der uns ja auch schon länger begleitet ist, zum einen nicht nur Leistung muss sich lohnen, sondern auch Dinge mit Hausverstand zu machen, sei es Gesundheitspolitik oder eben auch Klimaschutz mit Hausverstand. Wenn wir uns das jetzt auch ansehen, derzeit befindet sich ja die ÖVP mit den Grünen in einer Koalition. Da hat es von Seiten der Grünen oder auch von Umweltschutzorganisationen immer wieder geheißen, ja, wir wissen eh genau, wer die Blockierer sind. Und das sind nicht die Grünen, sondern die ÖVP. Wie stellt sich denn Karl Nehammer den Klimaschutz künftig für Österreich vor? Ja, so wie er gesagt hat, man kann Ökonomie und Ökologie vereinen. Und wir haben ja in unseren Reihen die Menschen, die das immer schon gefordert haben. Ich kann mich noch erinnern, Josef Riegler hieß der ÖVP-Chef und Vizekanzler der späten 80er Jahre, der damals den Slogan von der ökosozialen Marktwirtschaft geprägt oder popularisiert hat. Also eine Ökologie, die man sich auch leisten kann. Das ist ein bisschen ein Middle-of-the-Road-Begriff eben. Das ist der Hausverstand, der nicht schlecht ankommt beim Wahlvolk. Das ist der in der Billa-Werbung oder was Merkur. Immer mit dem Rollkragenpullover herumgegangen ist und alles gewusst hat. Das ist schon für Österreichs Politiker durchaus ein bisschen ein Role Model. Ja, aber was kann sich Österreich leisten, denn wenn wir unsere Klimaziele nicht erreichen, beziehungsweise die EU-Klimaziele, dann kommen erst Strafzahlungen in Millionenhöhe auf uns zu. Ja, das ist richtig, nur das unterscheidet halt in Menschen, die ans Jetzt denken und in Menschen, die in 20 Jahren denken oder in 10 Jahren denken. Da gibt es eine wirkliche kognitive Dissonanz sozusagen. Also die schauen in andere Bereiche, sehen andere Probleme und sehen daher auch andere Lösungen. Soweit also mal Kritik dahingehend. Wir haben noch eine weitere Kritik, nämlich der Chef der größten Oppositionspartei, der SPÖ, Andreas Babl, ist heute nach der Rede von Bundeskanzler Nehammer ebenfalls vor die Presse getreten. Und was er unter anderem zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt an. Ja, vielen Dank, Raffi. Schön, dass Sie heute alle gekommen sind, auch noch zu einer späteren Stunde. Und viele von Ihnen haben vielleicht heute die Karl Nehammer Show beobachtet und ich habe natürlich auch etwas dazu zu sagen. Und ich mag gleich zu Beginn eines feststellen. Ich werde mich sicher nicht beteiligen an diesem traurigen Schauspiel, das wir erlebt haben in den letzten Tagen der Ankündigung, aber jetzt mit einem sehr traurigen und peinlichen Höhepunkt in Form dieser Rede, dass ich nicht auf die Punkte im Detail eingehen möchte, sondern grundsätzlich eine Erklärung abgeben möchte, warum solche Inszenierungen, solche peinlichen und tragischen Schauspiele der Politik tatsächlich dazu führen, dass sie viele Menschen in unserem Land von Politik abwenden. Nämlich, dass es geht um Inszenierung, um Show, dass sie ernsthaft ein Bundeskanzler einer Partei, die 37% bei den letzten Wahlen erreicht hat, 37 Jahre lang Regierungsverantwortung trägt, in den letzten Jahren als Bundeskanzler auch die Hauptverantwortung getragen hat, am Ende eines Prozesses, einer Legislaturperiode, die im Chaos, im Stillstand, in der Nichtbewältigung von Problemen geendet hat, tatsächlich hinstellt und seine Ansprüche glaubhaft machen will, was er in politischen Bedingungen oder an politischen Bedingungen verbessern will. Das ist eine Verhöhnung und ich sage es ganz deutlich, es ist eine Verarschung auch der österreichischen Bevölkerung, die jemandem ein Vertrauen schenken, ein Mandat geben, eine Regierung bilden zu können und am Ende einer Regierungsverantwortung, die jetzt in Neuwahlen noch bald münden wird, auch tatsächlich sagt, wir haben nichts geleistet und ich habe ein Programm, was ich eigentlich vorhabe. Das ist eine Verhöhnung auch von vielen Menschen, so wie ich ja in der Politik einen Anspruch habe, wenn man bewirbt sich mit Programmen, so wie bei uns mit Reformkanzlerschaften, mit positiven Beispielen, Reformprogramme, die die Bedingungen verbessern, einfach nach dem Verstreichen einer Legislaturperiode sich hinzustellen und zu sagen, eigentlich das haben wir noch vor. Das ist eine Verhöhnung von Menschen in der Politik, so wie ich das auch gerne ändern will in der österreichischen Politik, dass man einfach Politik dann macht, wenn man Verantwortung übertragen kriegt hat, dass man seiner Verantwortung nachkommt, die ihnen Menschen in diesem Land auch als Vertrauen, als Vorschussvertrauen geben und tatsächlich dann auch gewählt ist und ein Mandat bekommen hat, Politik zu gestalten und nicht am Ende einer Periode zu sagen, eigentlich hätte noch überhaupt ein Programm zu erledigen und tut mir leid, dass ich die letzten Jahre nichts zusammengebracht habe. Nichts zusammengebracht heißt tatsächlich, dass man ablenken will von diesen
Vorkommnissen der Situation im Land versagt zu haben, in all den wichtigen Bereichen, die uns Menschen in diesem Land gemeinsam bewegen. Die höchste Inflation ist nur eines der traurigen Beispiele, die durch eine Nichtregierung tatsächlich vorgekommen sind. Heute findet man in den ganzen Programmen, die da präsentiert wurden, ein einziges Mal ganz bescheiden im Nebensatz bei der Landwirtschaft das Wort Teuerung, das uns natürlich beschäftigt. Nicht nur private Menschen in Haushalten, sondern natürlich auch die industriepolitischen, die Standortpolitik und vieles mehr auch tatsächlich gefährdet. Heute erleben wir Überschriften. Überschriften aus der alten Mottenkiste, die gleichzeitig immer wieder dasselbe in Erinnerung ruft, was überbleiben wird. Nämlich sich und seine Freunde, die Parteispender, Großspender gut zu bedienen. Tatsächlich überbleiben wird aus dieser Periode keine Leistung, sondern Bürgerkanzler-Videos, die von einer Missachtung von Kinderrechten sprechen, von einer Missachtung von Frauenrechten. Und diese Bilder haben sie bei uns in die Köpfe tatsächlich nachhaltig von dieser Legislaturperiode niedergeschrieben. Sagt SPÖ-Chef Andreas Babler nach der Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer seinem Österreich-Plan für 2030. Weiter bei mir im Studio ist jetzt Fritz Dietlbacher, das wollen wir jetzt zum Schluss auch noch analysieren, Fritz. Andreas Babler, auch schon in Wahlkampfstimmung, kann man glaube ich sagen, oder? Mhm. Und mit ziemlich harscher Kritik auch, aber wenig überraschend eigentlich, oder? Wenig überraschend, aber überraschend ist die Inszenierung der Kritik. Also wir haben erst eine Inszenierung einer Kanzlerrede als Wahlkampfrede eines ÖVP-Bundeskanzlers und eigentlich de facto Wahlkampfauftakt gesehen. Und wir sehen jetzt eine Inszenierung des Oppositionschefs, der dann sofort drauf aufspringt und etwas dazu sagt. Es erinnert mich ein bisschen an Karl Löbel früher bei den Theaterberichten in der Zeit im Bild, der dann unmittelbar nach der Premiere immer aufgesprungen ist und im Zuschauerraum dann die Meinung dazu gesagt hat. Auch das ist höchst ungewöhnlich, muss ich sagen. Aber es ist sozusagen schon Frontalopposition, oder, die da jetzt betrieben wird? Es ist Frontalopposition und es geht ein wenig in die Richtung, ja, wie kann denn einer sozusagen am Ende einer Legislaturperiode derartig viel offene Arbeitsvorhaben noch haben? Jetzt muss man dann schon die Ehre sozusagen erweisen und zu sagen, auch nach einer Legislaturperiode ist nicht das Ende der Politik. Also auch da kann man wahrscheinlich noch Ideen haben, wie man das Land weiter gestalten und verändern will. Ich gehe davon aus, dass das auch für Andreas Babler gilt. Ich würde wahrscheinlich sogar für jeden anderen diesen Satz unterschreiben. Damit sage ich vielen Dank, Fritz, dass du heute hier warst. Wir befinden uns jetzt also mitten im Wahlkampf schon. Es wird ein langer werden, aber mit Begleitern wie mit dir und unseren anderen Kommentatoren schaffen wir das hoffentlich durch. Gerne. Das war im ORF 3 aktuell Spezial für heute. Wir sehen uns aber schon wieder um 19.20 Uhr, wenn Sie mögen, in Aktuell am Abend mit allen wichtigen Nachrichten des Tages. Es wird nicht monothematisch, so wie jetzt. Aber bis dahin darf ich mich jetzt einmal kurz verabschieden an dieser Stelle von Ihnen. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.